Schüttelt, nicht gerührt. Franz Ferdinand Karl Ludwig Josef Maria von Österreich, Este. Ja, willkommen bei der 007-Ausgabe von Techtel-Mechtel. Neben mir sitzt der James Alexander Bond und ich bin der immer eisenbeißende Antagonist Clemens Kleiner. Hallo, hallo zur siebten Folie zu achten eigentlich. Ah ja stimmt 0000 muss 0, mehr mit 0, die Null 0, ja <laughs> ist, ist, die Nullnummer ist, Nummer die Null Nummer ist bei uns sind alles Null Nummer das ist, <laughs> das ist irrelevant ja also bis zur 100. nachher ist keine Null Nummer mehr nach unserer Nummerierung dann ist 101 ist keine Null Nummer dann mehr ah okay ah ja stimmt also ja. wenn wir 100 durchhalten ist keine Null Nummer mehr dann ist keine 0 Nummer mehr ja ah, okay. schaffen ja. wir eh nächstes Jahr <laughs> Wenn es jetzt so weitergeht, brauchen wir aber vier, fünf Jahre dafür. Nein, nein die Zeit vergeht nun schneller. Das schaffen wir schon. Wir ja, es nicht sofort, <laughs> dass die Zeit schnell vergeht, aber. <lacht> <lacht> Immerhin, wir haben April. Es hat ja. 25 Grad in Lienz, 25 Grad sogar bei mir in den tief verschneiten Bergen. Ja. die jetzt nicht mehr tief verschneit sind, aber in den Bergen. Äh, der Alex ähm, leidet unter Heuschnupfen. Heuschnupfen. Naja, wie immer jetzt Jahr. Ich leide, unter, ich leide unter, fehlender Freizeit oder Ze ich leide unter Zeitmangel. kommt ja. zu nichts, aber zum Podcast, zum okay. Podcasten können wir das. Ist, wir wollen ja unsere, <laughs> äh, unsere spärlichen treue. Zuhörer treuen, aber sp spärlichen aber treuen Zuhörer nicht. Na, das können wir nicht machen, das also. erschrecken oder weil wie schon gesagt, das gehört einfach dazu. <laughs> Ohne unsere wohltuenden stimmen zu <laughs> Genau, ja, das ist ganz wichtig. Dann würde ich jetzt mal sagen, fangen wir langsam mal an mit ja. den News und ich bin da ein bisschen AMD-lastig, ist mir dann aufgefallen. Das ist mir heute auch aufgefallen, wie ja, es geht. Ja, aber es gibt sehr viel News aus AMD und in AMD-Richtung. Das, ja, müsste man, ja. Mehr arbeiten. Es einfach habe eingefallen in, in, in die Liste. Wir arbeiten es durch, einfach. Wir machen es aber wie gewohnt. Ja. News von mir, News vom und News von Alex. Ich glaube, wir fassen aber die drei AMD-News zu einer zusammen, oder? Würdest du das machen? Ja, weil wenn wir schon dabei sind, dann die ist sogar noch vierte. Dann, spring, dann springen wir nicht so sehr im Thema hin und her immer. Stimmt. Ja, ja aber das sind eh drei unterschiedliche Themen eigentlich. Eh, aber es ist halt als AMD. Ja. Weil es geht in anderen. Äh, AMD, der letzte verbleibende Konkurrent von Intel. Prozessor und Grafikkartenhersteller bringt jetzt die neue Prozessor-Serie, die RISEN 2000-Serie, außer genau ja. und hat ähm, so was die ersten Benchmarks angeht, wieder einiges vorgelegt. Ähm, bei spielerelevanten Benchmarks immer noch eine Spur hinter, äh, Intel. hinter Intel, aber wenn es äh, um Arbeiten geht, sein es überhaupt... um Arbeiten geht, also Multicore-Anwendungen. Ja also anwenden, die mehrere Kerne unterstützen, dann... Seien sie vorne, ja. Schaut's noch fetter Party aus ja. zu, zu vergleichsweise günstigen Preisen, weil der Spitzenprozessor, der ist um knapp 350 Euro dann zu haben. Das ist mal eine Ansage. Ja, ich glaube, ihr habe leider noch was gesehen. Ähm, sie seien anscheinend nicht so übertaktungsresistent oder sowas. Das sollte man vielleicht... Ja. Aber ich weiß es jetzt auch noch nicht Also genau. die neue Serie ähm, läuft jetzt auf Maximaltakt von... 4,3 Gigahertz, das ist schon einmal keine schlechte Ansage. Die hat aber auch Abwärme von 105 Watt. Ja. Das ist einmal 10 Watt mehr als, als die Vorgängermodelle. Also sie haben jetzt im Endeffekt einfach mal den Takt ein bisschen aufgedreht und dafür ja, vor wird allem das ist Teil schon ein bisschen wärmer. Es, es hat ja 8 Kerne, ja. große. 8 ähm. Kerne mit jeweils zwei Threads. Und also ich glaube virtuell dann wie viel auf 16? Auf 16. 16, 16, ja. 16 Kerne virtuell, also. Und der Kleine hat 6 und Kimp auf 12, also von denen Nicht schlecht, ja. Nein, sein. Ähm also ich bin ja der, ja eher, der eher schon länger am überlegen ist, Gaming-System, neuen gaming, -System gaming, -Gaming yeah. kaufen, ja oder nein. Ich bin da eher der Unterstützer des, des äh, kl kleinen intel konkurrenten weil irgendwer muss denen auch was zahlen, weil sonst ja. Intel und dann haben wir ein Problem. Nein, vor allem äh ja, es ist ja das Interessante, das ist ja die zweite Generation von den Ryzen mhm. oder Ryzen, wie man dann immer nennt. Ja, ich weiß es auch nicht, wie es äh, genau ist, hast. Aber, aber es ist ja nicht so tragisch. Ähm, es, vor allem, es passt auf den alten Sockel drauf, auch von der Version 1. Also es ist ein unter kompatibel Es ist ein kompatibel ähm, Das einzige ist, das Matterport braucht dann wahrscheinlich ein BIOS-Update, aber ja. viele Hersteller bringen das, hier mit das ist, Leben, ja mit. Das ist das, glaube ich, wird nicht so dramatisch sein. Aber ist auf alle Fälle ein interessanter Prozessor worden. so. Also, zu einem erschwinglichen Preis. Ja, ähm, da also der Spitzenprozessor ist, habe ich jetzt gerade gesehen, um 319 zu haben. Ja. Das ist der Ryzen 7 2700X. Ja. Äh, die Intel Konkurrenz liegt preislich ungefähr auf dem gleichen Niveau. So kann man. Ist ist nicht schlecht, dass da wieder ein bisschen mehr. Ja ja na auf alle Fälle. der also. Wettbewerb ist jetzt sind jetzt, jetzt sind die Prozessoren günstig, die Motherboards vergleichsweise günstig. Ja. Das ist halt, was jetzt noch teuer ist, Grafisch, sind die halt. Grafikkarten und die Speicher. Ja. Und wo man von den Grafikkarten sprechen, ähm, ja. AMD hat dann auch eine neue serie vorgestellt, die aber so neu nicht ist, sondern sie machen eine Drittverwertung vom alten Chip. Ja. Oder, also es, es hat schon eine Zweitverwertung geben. jetzt kommt die Drittverwertung, jetzt wird der Chip nochmal umgelabelt und kommt als RX500X-Serie raus. Macht AMD gern mal, bringt überhaupt nichts, es ist noch immer. Die alte vergleichsweise ja, langsame Grafikkartenarchitektur und die kommt jetzt für Fertig-PCs, also wir werden freien Handel nicht, nicht erhältlich sein, also ist kommt dann im ist für Low-Budget-Varianten einfach, PC. Genau. ja. Ähm, ja, was ja da auch interessant ist, dass jetzt ein um, Asus bringt jetzt, ich meine jetzt nicht die Grafikkarte, aber Asus bringt ja jetzt quasi, was Asus oder irgendjemand? will ja jetzt eine neue Marke machen, damit sie AMD Grafikkarten vertreiben können. Ja. Weil Nvidia da ein bisschen restriktiv ist, wenn du ins Partnerprogramm willst, musst du exklusiv seine genau. Grafikkarten rausbringen und jetzt Asus will da eine neue Linie fahren, wo sie nachher die Vega Grafikkarten eben vertreiben genau. können. Also Nvidia setzt da quasi die Grafikkartenhersteller unter Druck. Richtig. Unter eurer Marke dürftest du unsere Karten verkaufen, sonst kommt ihr nicht ins Partnerprogramm. Und dann hast du ein Problem natürlich, wenn du nicht dabei bist, und weil dir fallen Informationen. Informationen ja. für, die, für die Grafikkarten ja. und so weiter und so fort. Das will sich natürlich kein Hersteller entgehen lassen. Ja. Und so werfen jetzt manche die AMD-Grafikkarten raus oder bringen sie unter eigenen Namen raus. Genau. Intel, also das, was. In Video macht ist, ist eigentlich ähnlich marktverzerrend wie die Praktiken von Intel so Anfang 2000, Iho, also als man quasi AMD-Prozessoren aus Mediamarkt, aus Mediamärkten <laughs> und so weiter rausgedrängt hat. Richtig. Weil Intel gesagt hat: Wenn ihr die Konkurrenz verkauft, kriegt unsere PCs yeah. nicht günstiger. Wenn ja. ihr keine AMD-Sachen verkauft, dann kriegt unsere Sachen günstiger. Und das sind halt alle eingeknickt. Ja. Ah, AMD hat es nicht leicht, das ist einfach ein kleiner Hersteller, vergleichsweise kleiner Hersteller. Richtig. Ähm, Intel ist verdammt groß, Intel yeah. ist verdammt groß und AMD behauptet sich da halt seit Jahren. Äh, ich meine, was hier interessant ist, ist ja die neue Kooperation eben als Intel-Prozessor mit ähm, AMD-Grafikkarte. Das ist ja so das Spannendste, was es geben ja, hat. Ja, das, das haben wir eh gehabt ja. in einer Sendung. Das genau, ist das ist das ist Wahnsinn. Also das ist schon, wenn das glaube ich vor fünf Jahren wirklich behauptet hätte, hätten es die einliefern lassen. Ja. Also das, ja, ist ja was Feines. Um, und du hast dann gleich Novas sozusagen genau, ähm, Ryzen Mobile. Genau, Dell hat ein Notebook vorgestellt, also ein Convertible Notebook. Das ist halt ein Notebook, das sich auch dann wie ein Tablet nutzen lässt, indem man es komplett umklappt. Und da kommen die ähm, AMD -Mobilproze äh, Mobilprozessoren eine, also Prozessor mit Grafikeinheit. Und der ganze Spaß ist dann Vergleichsweise günstig zu haben um knapp 800 Euro in der, in der ähm, kleinsten Ausstattungsvariante. Ist, net, ist ein nettes Gerät, ist allerdings äh, nicht ganz so dünn wie so manche andere Notebooks. Also wenn ich mal das anschaue von meiner Liebsten, das, das Asus-Convertible. Äh, das ist echt nur noch knapp 1,5 cm dick. Eh. Und das Dell-Gerät, das ist halt noch mal ein bisschen deutlich klobiger und schwerer. Aber. Immerhin, nicht schlecht, dass das AMD-Mobilprozessoren jetzt wieder in die Notebooks verbaut werden, weil da war AMD seit vielen, vielen Jahren nicht mehr wirklich vertreten. in nicht. Ich meine, äh, vor allem es ist halt das also eine Trendgeschichte im Moment, weil es hat jeder Hersteller hat irgend so ein Notebook mit einem mobilen Prozessor drin, einfach, weil es halt einfach ganz andere Akkulaufzeiten ermöglicht als genau. ein normaler Prozessor. Und genau ja. Du kannst ja die normalen Tätigkeiten damit problemlos machen. Also, solange du jetzt nicht Spiele spielst oder sonst irgendwas. Dafür gibt es die Spiele, ja. Notebooks. Die mhm. sind aber dann nimmer. Nein, nicht mehr sonderlich mobil. Nach. vor allem da ist der Akku auch zum Schmeißen, der ist sofort leer ja. Ähm, Ist klar. Meine, ja klar, wie soll es funktionieren. Irgendwo muss die Leistung herkommen und aus nichts wert halt nichts. Und na, genau. es ist einmal. Ist ja mal was Neues, weil die Intel Mobilprozessoren gibt es ja schon mittlerweile Jahre in Notebooks. Ja, 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 ja. Und, und die, wir haben dann auch immer den Zusatz U oder sowas hinter dem Link gehabt und nachher haben was, was immer die mobile Variante. Das ist jetzt eben bei der bei der neuen, also neuen, stimmt ja gar nicht was. Also seit, seit, seit die i5, i6, ja. i7-Modelle kann man sagen, ja, glaube ich, ist die U-Bezeichnung dabei. Genau, ja. Für die Mobilprozessoren. Ja, und von AMD gibt es es halt jetzt mit den mit Ryzen Mobile Prozessoren. Ja, genau, dass das auch einmal ähm, sozusagen Einzug findet. Ich meine, ich bin mal gespannt, wohin die Reise von AMD generell in den nächsten Jahren noch geht. Ja, ich würde eher sagen, die werden bald gekauft werden von irgendjemandem. klatscht das dass die schon jemand kauft? Jetzt, gerade jetzt scheint mit die schlechte Stelle zu sein. Ja, jetzt kriege ich sie günstiger. Ja. Also jetzt kriege ich sie günstiger. Ich meine, frage mich, gleich, ob ja, wer Intel dass sie an Konkurrenten los sein und selber Grafikkarten machen können. Ich würde eher sagen Samsung oder Apple. Ja, vielleicht, ja, Apple für Apple wäre es ein Schnäppchen. Ja, das ist ab für Samsung, ja. Für Samsung wäre ah ja, Samsung wird auch gut passen, also ja. das macht durchaus Sinn, ja. Ähm, ja, dann gehen wir mal weiter zu etwas. Ähm, und zwar Microsoft hat jetzt sozusagen so also ein Übersetzungstool mit Artificial Intelligence rausgebracht, was sozusagen so gut wie menschliche Übersetzer übersetzen kann. Ja. Also, das heißt, sie können Zeitungsartikel problemlos übersetzen und da gewisse Feinheiten, was einfach in der Sprache ja sonst immer drinnen sein, was du nicht wortwörtlich übersetzen kannst, krieg jetzt sozusagen diese künstliche Intelligenz von Microsoft hin, dass du eine perfekte Übersetzung kriegst, da wo sogar ähm, nach einem professionellen Dolmetscher sagen: Ja, das ist gut. Hat Microsoft nichts so was Ähnliches schon? vorgestellt vor, ein paar Jahren mit so Live-Übersetzung von Keynotes, der eigentlich glaub, nicht so schlecht Ja, mit und da haben Vorträgen. sie. Also das, hat, das haben sie ja in Skype einmal schon drin. Genau, gehabt, das ja, aber Funktionen, das ist ja. sozusagen, glaube ich, laufend erweitert worden und das ist jetzt wirklich an dem Punkt, wo du sagen kannst, Okay, jetzt kannst du. Ich glaube auch gar nicht, dass das wirklich damals gegeben hat. Ich glaube, da haben sie wirklich ein paar <laughs> kleine Inder oder Chinesen mit <laughs> einer, in irgendeinem Kamerlin gehabt, die dann gediebt haben. Ja, sofort weiß, da, live gemacht ähm, Ich, ich weiß es eben nicht, aber es ist auf alle Fälle sehr, sehr cool, wohin es geht. Also jetzt gerade in Kombination, wenn du diese google pixel Buds da oder die Ding, wo sie diese Art-Übersetzung eingebaut haben, Google, hm. wenn du jetzt. Ah, okay, okay, ja, also schon. diese Kopfhörer da, wo du quasi live noch die Übersetzung hörst. Der Babelfisch ja, wird da, wahr. Ja, also es er rückt zumindest in greifbare Nähe. Also bald wird es kein Problem mehr sein, die mit jedem zu unterhalten, ohne dass du die Sprache kannst. Hm. Das, ich ich finde, ich find, ja. Gott Übersetzung, ähm, oder, oder instantane Übersetzung, so mit so, mhm. mit so einem Kopfhörer da, da, da würden so viele Barrieren fallen. Ja, klar, also das, das, das ist. Das ist ähm, also gerade, ich meine, es ist halt meistens der Kompromiss ist, man einigt sich normal auf Englisch, wenn es beide kennen. Ja. Ähm, ja. Ist halt auch nicht immer möglich und dann quasi in der... Ja, aber M es, es wird wahrscheinlich dann nicht ewig oder nicht mehr, nicht mehr, nicht, vielleicht gar nicht so lange dauern, bis wirklich alle modernen Sprachen verfügbar sind, wenn es eh... Ja, ja, also das... Ähm, und, ähm, Bayerisch, Deutsch... Ja. Und so. Also, sie haben es jetzt, glaube ich, da mit Chinesisch eben. Also, mit Chinesisch einmal. Ähm, und das ist eh schon relativ komplex, Chinesisch. Also, da gibt es, glaube ich, leichtere Sprachen, da noch zum. Anarchie, mhm. Anarchie, Ja, es wird sicher leichter. Das schwierigsten wird wahrscheinlich so sein wie Vorarlbergerisch. Das ist vorarlbergerisch. Es ja, ist zu komplex. <laughs> Wir haben jetzt sogar eigene Schrift. Ja, ich glaube, Vorarlbergerisch ist jetzt zu nischenlastig. Das kommt da, glaube ich, nicht rein. Ist, glaube ich, auch nicht wirklich eine Lautsprache, oder? Ich glaube, das geht schon eher so Richtung, ich weiß nicht, so Klick- oder Klicksprache. So wie hey, ich, ich, Vorarlbergerisch, ja, es, ja es, ist so wie es ist halt sehr schweizerisch einfach. Es ist oh, sagt das kein Schweizer. Ja. ich, ich sag das kein Vorarlberger. Ja, was soll ich machen? Also, ich meine, es klingt halt sehr ähnlich. Also, so eine Echtzeitübersetzung voralbergerisch wienerisch wäre cool, aber nicht das neue Wienerisch, sondern das Taxifahrer-Wienerisch. Ja. Das ja. Taxifahrer-Wienerisch. Ach so, das ist, ist wieder türkisch, gell? Das war jetzt eher wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich... Ich meine, es ist schwierig, es gibt so viel. Das U Mundl wienerisch Es gibt, es gibt so, so. viele uber fahrer mittlerweile in Wien. Also, ja. also sagen wir, voralbergerisch ja. in mundel wienerisch übersetzt, das wäre natürlich echt nicht schlecht. Also das ist... Ja. Ich glaube, man könnte damit auch sehr viel groben Umfug machen. Also ich hoffe, dass die Technik ja, das dass wird, es weitergeht. Das wird sicher nicht so lange dauern. Also ja. das ähm, da wird Microsoft schon dahinter sein, dass das recht schnell Und wir, wir haben dann ähm, sogar die Möglichkeit, unseren Podcast in deutscher Sprache und Englisch anzubieten. Und könnten damit gleichzeitig unser Publikum erweitern. Stimmt, ja. Also, dann könnten sie uns quasi. Ja, wahrscheinlich würden man uns nicht verstehen, weil wir kein astreines Deutsch sprechen. Ja, ja, aber das macht die Übersetzung dann. Die Übersetzung also, macht aus uns astreines Deutsch. Eieieiei, ei, 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 das, das wird nur schwer werden. Eieiei, ei, 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 also ei, wird, ei, wird schwer werden. Da wird Microsoft noch ein eigenes Subprojekt mit uns beide machen. Mhm, ich bin gespannt. Ich bin. Ich lade Microsoft gerne dazu ein. Ich bin halt nicht ganz so günstig. Da müssen sie schon ein bisschen was hinhalten. Also, ich, ich glaube, das, das schaffen sie gerade. Ja, Windows 10 Lizenz oder so. Oh, <laughs> uh, da wird ja okay, okay. Damit ich endlich mal noch eine habe. Ach so, nein, ich habe ja eine. Ja, aber eine nur. Also, ja, gut, die brauche auch nicht mehr. Ich brauche sie bra 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 nur zum Spielen. Wer braucht Windows 10? Wer braucht mehr als eine Windows 10 Lizenz? Ja, ich, in meinem Haus gibt es knapp 10 Computer. Ja, aber die laufen ja nicht alle gleichzeitig. Na, aber laufen ja nicht alle unter Windows. Aber. Eben, nein. Aber als 1, 2, Computer sind es immer noch, die mit Windows laufen. Ne? Okay, ja. Aber du kriegst hast ja normal ein gratis Upgrade-Krieg, oder? Ja, ja, das ist, es ist bei allen das gratis upgrade -Kamera. Eben, nein. Ist halb so tragisch. Uh, haben wir noch was zur Übersetzung? Na, das war die Kurz, das war einfach die Übersetzung. Schüpfen wir weiter zum nächsten Thema. Ja. Nämlich weiterfahren mit Silizium. Äh, uh, das ist der neue heiße Scheiß. Ja, schon länger. elektro Elektroroller, elektro fünf Jahr, elektro, Radeln, elektro, Roller, elektro. Ja, alles mit Elektro halt. Elektro ist das neue Atom so ungefähr ja also Atomauto ja also das, das stimmt es stimmt aber wirklich es ist vergleichbar damit ja und BMW hat jetzt mal BMW als großer deutscher Autohersteller als ja, ähm, steigt auch schon langsam ein Auto äh, im e automarkt ein mal gut sie haben mit den komischen ja kleinen, ja sie haben ein paar, den, es ein paar kleine Modelle aber die Deutschen machen es generell ein bisschen halbherzig, weil sie ja, das ist ihr je Diesel und so weiter, und das wollen sie nicht einfach kampflos aufgeben, deswegen eher halbherzig. Aber BMW forscht mit Akkutechnik und hat da jetzt einen kleinen Durchbruch gehabt. Sagen sie halt: ähm, Akkutechnik, äh, 40% erhöhtes, äh, 40% erhöhte Leistungssteigerung mit, mit neuer Akkutechnik. Sie verwenden für die Anoden. Silizium und ja, warum ist nicht schon jemand schneller oder äh, früher drauf gekommen? <laughs> ich ich, ich tue mal mit Why Sachen, not? Das ist so, ich glaube, es kommt jede Woche mindestens oder sagen wir so jedes Monat kommen ein paar Artikel, dass jeder einen Leistungssprung bei Akkus gemacht hat. Ja, wenn es nach dem geht, wird mein, mein Smartphone jetzt wirklich ein Jahr durchhalten, also, Ich habe bis jetzt, es ist leider noch nie was gekommen. Also es ist noch nie der Durchbruch gekommen, wo du sagst, ja, jetzt macht es ja. Sinn. Äh, Eben, es gibt eigentlich noch keinen wirklichen Durchbruch und das ist jetzt bei BMW auch noch Sorgengeschichtel. Es ist einmal im Laborbetrieb geht es, beziehungsweise mit, mit Prototypen, aber es gibt ein Problem. Ähm, das Silizium, wenn das Silizium die, die Lithiumionen aufnimmt, ähm, erhöht sich das Volumen und dadurch blähen sich die Akkus auf. Sehr gut. Äh, ist nicht ideal. Dann wird nämlich das Material belastet und das zerbröselt. Ja. Müssen wir mal abwarten, was das bringt. Theoretisch funktioniert so. Praktisch wieder. Theoretisch kann man damit mit ähm, Unterlichtgeschwindigkeit reisen, aber... Ja, also das... Ich glaube, da werden schon nur einige Jährchen vergehen, bis wir da eine neue Akkutechnik sehen, weil... Es ist halt nun mal so, Lithium, ja, äh, die klassischen Lithium-Ohnen-Akkus ja. sind halt die akkus mit... mit die quasi am einfachsten zu fertigen sind mit ja. einer vergleichsweise großen Energie, richtig das ist. Deswegen verwendet man das Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer. Ja, That's it. das ist ja. Ja. Man, man kann auch kartoffel bauen, ist auch kein Problem. Da gibt es äh, nette Experimente, das ja. kann man machen mit, ich glaube, mit Kupfer, Eisen und einer Kartoffel kann man erledigen. Ähm, ja, und jetzt legst du es auf ein Auto um, ja. was wie viele Kartoffeln du brauchst. Ja. Dann bist du halt Kartoffelbauer. Du hast halt den ganzen Tag nichts anderes wie hinten die, die, die Anoden und die Kathoden in die Kartoffeln reinstecken. Ist, klingt lustig. Vorstellen, die uns Einkaufen. mit deinem Kartoffelauto dann Einkaufen. Ja. Vor allem, was ist, wenn die nachher, die, irgendwann fangen die Kartoffeln dann wieder so austreiben, oder so Wurzeln. Ja, genau, die keimen dann, da. Ja, das wird dann lustig im Auto. Weißt du. Aber es ist damit, ja, aber es, schön, es ist ein nachwachsender Rohstoff. Ja, okay, also, ja, also es ist so ein hybrid gut, dass also, sie like, gleich einmal werden, auch nicht. Ich sag sowieso: ähm. E-Autos werden sich nie durchsetzen. Fertig. <laughs> ich ich, ich glaube, das ist, ist, das ist was für, für und das spiele ich jetzt den Advocatus Diaboli: das ist was für, für die Möchtegern, Umwelt rettenden Hipster. <laughs> ähm, die sich dann denken, uh, ich fahre mit, mit dem Auto, ähm, gespeist mit Strom aus dem Kohlekraftwerk. Gut, gibt es nicht mehr aus also, dem Atomkraftwerk, gibt es also in dem Sinn auch nicht mehr, aber gespeist mit einem Strom aus dem Wasserkraftwerk, wofür komplette Täler haben aufgestaut werden müssen und Badler ihr, ihr paradies verloren haben, weil man das und Fische sterben, weil es keine kein ökologisch verträgliche äh, Wassereinspeisung mehr gibt in den Flüssen und dann noch den coolen tollen Akku, den Kinder, der der gebaut worden ist mit Material, das Kinder abgebaut haben in Afrika und China und wofür Menschen haben sterben müssen. Aber hauptsächlich rettet die Welt. Ja, das ist es ist generell, ähm, wenn man wenn man uns Mobilität anschauen. Ich glaube, wenn die Diskussion wirklich auf ein sinnvolles Niveau bringen will muss ich eigentlich sagen wie kämen wir von Individualverkehr einfach weg? Dann, das ist, das ist, ja da, da, das ist dann die einzige Lösung. Da, damit rettest du eigentlich die Welt, dass du sagst, es ist komplett bescheuert, dass jemand überhaupt nur mit dem Auto fährt. Allein, vor allem, es ist ja das, es fährt jeder allein mit einem Auto. Das, das ist es, ja. Ich glaube, also ich, glaub, ich zähle das, das, was ich es Jahr mit mehr Leid als mit einer Person in meinem Auto fahre, das kann ich an einer Hand abzählen. Ja, das ist bei mir relativ ähnlich. Also es sind schon Kommt schon öfters einmal vor, aber die, die meiste Zeit vor ich allein, nämlich ja. äh, fünf Tage die Woche zu meinem zu meinem Broterwerb oder vier Tage die Woche. Man kann jetzt schon darüber argumentieren, dass das sehr komfortabel ist, weil du mit keinem neben dir sitzen musst. Ich finde das auch angenehm. Also ja. ich, ich, ich bin ja menschenscheu. Ich, ich mag eigentlich mit dem, mich nicht dem mit jemandem unterhalten ich mein, aber ja es geht, es wird einfach das problem ist dass es wird eh nicht mehr leis, also in dem sinn leistbar sein einfach es ist für die welt nicht mehr leistbar das so erhalten bleibt und ob man und ob man jetzt ähm, CO2 oder ähm, Dieselpartikel und Feinstaub in die luft blasen mit unseren ähm, großen SUVs <laughs> oder ob wir jetzt ähm, e autos fahren die mit fragwürdigen Materialien aus dritter weltländern ähm, äh, gebaut worden sind oder wo die Akkus halt zumindest mit fragwürdigem Material gebaut worden sind, ja, äh, wir verlagern ja quasi den 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 Kriegsschauplatz der 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 Umweltverschmutzung, den verlagern wir ja eigentlich nur. Ja, ja, eben, das Jetzt ist müssen die anderen büßen und und haben ver verunreinigt, verunreinigtes Wasser vom Ob vom Abbau der der seltenen Erden und so weiter. Ja, und wir haben dafür die schöne tolle Luft so und <laughs> kein Staub. Und ich ja, meine es ist ich, ich meine, es gibt ja zahlreiche Studien, die, die sagen, ein Auto hat ja da eine relativ schlechte ähm, ja, CO2-Bilanz. Also, ich glaube, mindestens bei du bist so bei sieben bis zehn Jahren müsstest du es ebenfalls nutzen, damit das einmal neutral damit das sich einmal, amortisiert. Es einmal amortisiert. Ja, also in dem Sinne ja, also amortisiert. Also, äh, ich finde cool elektro das finde ich insofern cool, weil die Technik überragend ist. Die Technik ist Wahnsinn. Mit nahezu 100% Dingwert. Du meinst das Drehmoment. ja, also kein Energieverlust mehr. Und du hast halt von null durch die Leistung einfach sofort das, was Du die Leistung sofort verfüppelt, Druckschaftsbenal und es geht. Das ist schon. Das ist ziemlich cool, also das Wir haben da halt noch ganz andere Probleme. Also die Technik ist bei weitem nicht ausgereift und ja, die Rohstoffe, die dafür verbaut werden, sind auch äußerst fragwürdig. Das ist, ja, ich meine, die Probleme hast du in der Welt generell. Ich meine, ja. in jedes Smartphone-Display ist ein Riesenproblem eigentlich schon. Dass jedes Smartphone, das Elektronik, alle ja. alles, was da drin ist, ja. ist natürlich klar, ja. Und, also aber, die einzige Lo Lösung, wie du gesagt hast, kann ja nur sein: Weg vom Individualverkehr. Weg das, von, ja. das ist das Einzige, ähm, oh, aber da, da merkst du halt genau, da ist Politik nicht mutig genug zu dem Schritt. Das wird wert ich, ich weiß nicht, also ich meine, ich hoffe mal, dass, ähm, dass es einfach so kommt, dass dieses selbstfahrende Auto dieses Problem einfach ad absurd als, oder löst einfach. Das ist eh schon öfters ja, besprochen. Also ich haben. hoffe, weil das ist so die einzige Chance, dass du das wirklich leid und sagen, hey, ich mag eigentlich gar nicht mehr selber Auto fahren, weil das bringt nichts. Ja. Das ist, also ich mein, ich glaube, das wird eine Entwicklung sein, die, die früher oder später kommen wird, Aber wenn sich also jetzt ich, einige nicht also eingestimmt haben, Ich habe mit dem Lambert gewettet, ich sage in fünf Jahren ist das da. Was? In fünf Jahren gibt es so diese selbstfahrenden Autos, das erste, was wirklich problemlos laut Gesetz autonom fahren kann auf der Straße. Uh. Also ich habe mit ich, ich sag, in fünf Jahren, ich bin uh. einmal, ich ein Optimist. Ich bin sehr optimistisch. Ja, ich ich sage da. Wir können das noch in der, in der Folge 200 oder Folge 300 besprechen, aber ich sag, in, das wird noch mindestens, mindestens 10 bis 15 Jahre dauern. Du sagst, du bist gleich wieder Lambert, du bist also, du spielst mm. auch ein Pessimist das mal. Aber ja, ich spiel einmal ja. bewusst den Optimist einfach. Ja, aber dafür bräuchte ja die Politik, die das die, die so ein Vorhaben ich, legitimiert. Und das ich mein, ich sage jetzt, sag, ich sag, ich sag jetzt nicht in Europa. Also ich ah. habe gesagt, also, irgendwo, es gibt irgendwo selbstfahrende Autos. Also, ja, okay, ja, das ist, das ist aber feig, Nein, aber, aber legal, also angemeldet, ja. also wirklich ein legal zugelassenes ja, in Auto. In Kalifornien. Ja, das ist ja zumindest ein Anfang. Ja, ja. Okay. Uh, nächstes Thema. Um, das war das ist bei mir, gell? <laughs> Ja. Um, und zwar Zukunft vom Haus bauen. Um, 3D-Druck für Häuser. Also in dem Fall war es jetzt ein 9 gag beitrag um, 3D-gedrucktes Haus, 24 Stunden, 10.000 Dollar. Hm. Ja, yeah, da ähm, ist, ein, ist ein, äh, ein Gift dabei. Es ist alles dabei. Es ist ein Video dabei. Video es dabei, ist ein Bauplan, so ein Ort wie dabei. Ganze, wie das Ganze gedruckt wird. Und das ist schon sehr, sehr interessant anzuschauen. Also ja, vor, fast schon ein bisschen hypnotisieren. Aber vor allem, das, da gibt es jetzt, jetzt mehr so eine Beiträge im Internet, generell wie Häuser in Zukunft gebaut werden. Also wir gehen jetzt dahingehend, dass es halt immer mehr aus dem 3D-Druck kommt. Mhm. Ähm, und du damit quasi... Den Hausbau sozusagen extrem vergünstigen kannst, weil es mhm. ist einfach ein Problem, ähm, wenn man sich Hausbau anschaut, wie mir da beim Fenster draußen sehen, es dauert lang, es ist viel Materialaufwand, es ist viel Personalaufwand, einfach mhm. und da seien wir ja in Dimensionen, wo du sagst, wer soll das zahlen? Mit einem normalen Einkommen. Ja, eben, das, das, das ja. geht es ja. Mit einem normalen ja. Einkommen kommen sich nahezu nicht mehr leisten. Also, also wenn man jetzt von einem durchschnittlichen Einkommen von, sagen wir mal, vielleicht, wo wo, wo ist jetzt eh vor, vor kurzem im Standardartikel gelesen, ja. wo soll der Mittelstand ja. verdient? Da ist das Haushaltseinkommen bei zwei Personen, so bei 3200 Netto so in die Richtung. Das ist der Mittelstand. Dann da du hast du eh schon viel dann eigentlich. Dann hast du eh schon recht viel. Ja. Ähm, wer soll sich denn mit 3200 Netto im Monat? Da muss ist es jetzt nicht sind. leicht, einen Kredit hinterzuzahlen für ein Haus und dann noch davon leben. Ja, und vielleicht zwei Autos. Haben. Ja, ja, das ist ja das. Wenn Glück ja. hast, brauchst du ein Auto ja. natürlich. Um, wenn Pech hast, brauchst du Dann weiß ich nicht, dann hast du sonst, du möchtest ja irgendwas sonst auch noch machen. Vielleicht natürlich, einmal Urlaub meine, fahren, möchtest vielleicht auch noch einmal. Du, äh, du musst es nicht haben, aber du willst ja. halt ja, konsumieren. Ja, irgendwas, ja, ich meine, gewisse Sachen muss ja konsumieren, das geht nicht anders. Ja. Ja, also ich rede jetzt nicht nur von, von Lebensmitteln, aber generell ja. sag, man will halt Elektro den neuesten Hel Elektronik heißen -Scheiß, ja, man ele haben. Aber es ist so ein es sind ja einfach Dinge, die brauchst du halt einfach. Ich mein, yeah. Du brauchst ja halt einmal zum Zahnarzt gehen müssen in Österreich. Das kann relativ teuer werden zum ja, Beispiel. Das, das kann ja eben, das kann ja schon <laughs> es ist, ähm, teuer werden. Und ähm, also das sind dann recht interessante Geschichten. Ich meine, aus Russland hat es ja auch so gegeben, wo sie so rund, glaube ich, ein rundes Haus gedruckt mhm. haben. Und um, das ist dann schon sehr, sehr spannend, wo, das, wo die Reise durch hingehen kann. Also was ja, schaut euch die Videos einmal an. Also es ist echt. Ähm, äh, es wird quasi wirklich gedruckt. Also aus, aus, dem, aus dem Stutzen kommt so eine, ich schätze mal, so eine ähnliche Betonmasse oder sowas was kommt da raus oder so eine Klebermasse. Ich, und, dann, und damit werden die Wände geformt. Und das geht recht zügig dahin. Also. Ja, interessantes Konzept. Ja, warum nicht? Klar. Weil ähm, ich bin mal so, das, das lässt sich ja noch problemlos dimensionieren. Also das ist ja Häuser, große ja. Häuser. Oder, ja, ich meine, das ist, das ist ja sowieso, glaube ich, auch so ein Trend, diese modularen Häuser, wo du immer noch entscheiden kannst, ich brauche jetzt ein Haus mit sieben Räumen und jetzt stocke ich es hinter auf eins mit drei Räumen, weil ich es ja. nicht mehr brauche als Beispiel. Also, da, ja ähm, da gibt es ja ganz viele Modelle mittlerweile, wo es, äh, ich glaube, sie bauen ja sogar ganze Wohnblöcke mittlerweile <laughs> so, dass es wieder so bewusst Gemeinschaftsbereiche gibt und dein Wohnbereich etwas reduzierter ist, einfach damit du sagst, du bringst mehr Leid in einen Hausblock einfach runter. Ah, okay. Ja, das ist nichts für mich. Äh, ich meine, du hast schon nur deinen eigenen privaten ja, Wohnung. Ja, aber Gemeinschaftsbereich brauche ich nicht. Ist... Eh, wie schon gesagt, aber wir wären wahrscheinlich, äh, es wird halt. Sagen wir mal so, ich, ich, ich stelle jetzt einmal so bewusst eine These auf. Ähm, man merkt halt immer mehr, ähm, ich glaube, Marx hat sich mit seinem Zitat und der Industrialisierung vertan. Ich glaube, er meint, er hat Digitalisierung gemeint, war halt zu der Zeit noch nicht absehbar. Hm. Echt? Ja, du, 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 du merkst, es kämen immer mehr so Sharing-Modelle, egal in was für einem Bereich, es kommt immer mehr. Ja, stimmt. Das also, hat vor allem jetzt mit. Mit, oder das hat quasi so mit, mit dem Internet also angefangen. es ist witzig wir kämen durch Digitalisierung wieder so zum zu eigentlich zu den menschlichen Ursprung hinter ja, ja wobei wobei man andererseits auch sagen muss dass die Digitalisierung schon entfremdet auch wieder die Menschen glaub, sind sich jetzt zwar näher weil immer erreichbar das schon aber, das ist aber nur noch so aber der Output der Mensch ist nur noch so oberflächlich ich, genau, und glaub, langweilig. Aber ich glaube, damals hat das und ist uniform. halt, ich hoffe halt, ich, meine, ich schätze mal, dass das so eine Übergangsphase einfach ist, bis man halt dann dahin sein, dass sozusagen das Digitale halt das Analoge einfach unterstützt man wirklich. Also das heißt, weil hm. es, wie gesagt, so bei einem Carsharing-Modell merkt man es halt extrem einfach. Du hm. kannst einfach einen Gegenstand mit vieler Leid nutzen und das ohne Probleme. Also das ist, das ist dann zum Beispiel schon schön. Also das macht ja dann Voll Sinn. Also sozusagen Kommunismus 2.0 durch Digitalisierung. Ja, mein, ich würde würd generell so, ich, ich frage mich, warum es da bei uns Carsharing-Modelle so in dem Sinn nicht gibt. Also ich habe gesehen, es gibt jetzt zwar so, so Pilotprojekte. Im Flux gibt es bei Im Flux gibt es, ja. Da habe da hab ich sogar mitgemacht. Und dann gibt es noch im Geil, dann haben sie jetzt auch so ein projekt Genau, also mach äh, wenn ich, mein, ich, mein, ich mein jetzt mal was für die Seite kassen ah, ähm, Moment sprich du sprich du mal ich kurz der nachher. Clemens sucht weiter ja ähm, das ist beim Regionalmanagement ja irgendwas irgendwo da war das da Oder da äh, machst du in Viergen drin ja, das ist der Flux oder ja das ist ja der Flux ja ähm, äh, ach das ist aber, ja von dem äh, Energie, Bla, der finde Freunde, von mir macht das ja. ja <laughs> Du warst nicht. Um, ah. also, ja, es ist ja, es ist ja nicht dreisch. Auf jeden Fall es ist es ein carsharing modell also. Ja, carsharing modell Es, es, also, es, es wird ja nichts. Das, das ich glaube, das, glaub, das andere ist jetzt ein geiler In Vieren es auch so Russen. Ja, wie schon gesagt, ich meine man sieht es ja zum Beispiel ganz gut ich glaube jetzt Car2Go und ähm, DriveNow haben wir jetzt fusioniert das ist das von BMW und Mercedes das die großen Carsharing-Sache ja, genau, die ja. gehen ja jetzt zusammen also, ich mein, und klar da sieht man natürlich wenn da jemand wirklich mit Geld und Willen dahinter ist dann wird es auch was ja Also Na, das, das ist ja ich glaube, die wollen jetzt nicht unbedingt die Welt verbessern, aber sie wollen, sie wollen ja, es Geld ist, verdienen. Ist sozusagen, es und das ist einer, sich jetzt an. Es mit ist, dem ist, an, ist ja bewusst, ich meine, wie ich gesagt, Mercedes und BMW sind ja nicht blöd. Also, die wissen ja genau, wohin die Reise geht. Also, die bauen das nicht ohne Grund sowas auf. Ja, gut, sie also, wissen, dass ähm, die Absätze von ihren Autos in naher Zukunft einmal... Sie wissen einfach, Mobilität werden. wird als Service angeht, also ja, es ist es genau, eine ja. Dienstleistung und das wissen sie einfach. Und jetzt denken sie halt ein bisschen um, ja. Ist, ich meine, sie sind, wie ich gesagt, Mercedes hat es sehr früh angefangen, das muss man echt sagen. Also, Mercedes, glaube ich, hat mit Mobile und Car2Go brutal früh angefangen. Ja, also, das ist, ähm, das war sehr weitblickend damals schon, also wo jeder gedacht hat, warum. Stimmt, ja. Ja, sie also haben das schon einige Jahre. Ja, also, das ist ähm, vor allem Autohersteller bieten jetzt dann auch so Flat Rates für ihre Autos an, wo du dann immer wechseln kannst zwischen Modelle. Das Kind jetzt auch immer mehr. Mhm. Also, das ist jetzt auch in die Richtung. Und wie heißt das jetzt? Erst Flux? Na, Flux ist das andere. Ich finde es auch nicht. Leider. Okay, nein, es ist ja nicht tragisch. Also. Erwähnt haben wollte es schon, aber. mir werden es nachreichen, falls wir einen Namen noch finden. Ja. Aber ähm, naja, es ist auf alle Fälle lustig. Also hoffen wir, also wahrscheinlich gehen wir mal davon aus, dass sozusagen wir irgendwann einen Hybriden aus Kapitalismus und Kommunismus haben. Ja. Das wird wahrscheinlich so sein. Ja, und ich sehe jetzt schon, also jetzt, jetzt sei wir endgültig als Kommunisten-Nazis verworfen, jetzt sei wir als ultimative Feindbild. Ja, kein Problem damit. <laughs> aber, also. ähm, Übrigens, eine, das ist so das beste Wort, was Simpsons je hervorgebracht mm, hat. Das, komm, war das, das war das ultimative Feinbild für alles. Und McBain hat sie fertig gemacht. Ja, ich glaube, das Video müssen wir verlinken. <laughs> ja, das ist super. Also. Das werden wir doch verlinken. Also, das ist wahnsinnig gut. Ähm, gut, dann gehen wir zu Huawei. Huawei. Ich glaube, Huawei ganz richtig. Huawei, wow. Ich, ich glaube, in Deutschland sagen es Huawei. Das ja, ist also äh, Huawei hat ein Handy vorgestellt, nämlich das P20 Pro ein Smartphone. Äh, High-end Smartphone mit High-end Preis, glaube ich, ist so um die ja, 100 Euro zu haben. Also Apple, so, Apple hat da einen Storn losgetreten. Ne? Ja, das ist... Äh, mit ihrer äh, extrem teuren Modelle. Ich glaube, ich habe gestern gelesen, Apple macht mit dem iPhone X oder 10, wie man es noch mal nennen will. 10, ich sage ja. sag immer, X klingt gefällt mir irgendwie besser. Ähm, ich glaube, Apple greift 35 Prozent der Gewinne allein mit dem iPhone 10 vom Smartphone-Markt ab. Ja. Okay. Also das ist... Ähm, für das, das gesagt worden ist, es ist ein Flop, nicht ganz so schlecht. Ja. Also das. Ja, Flop haben wir nur die anderen gesagt. Ja, ja. Es, ich meine, jedes, es ist generell bei Apple ist alles immer ein Flop. Es ist alles immer ein Flop und, ja, ja. und das verkauft sich so schlecht ja. und trotzdem. <laughs> Klar, ich meine, es ist viel weh, es ist weniger als zu Spitzenzeiten, aber es ist auch viel teurer natürlich. Das ist, es aber, kostet ja quasi ich meine, das Doppelte. Wir reden bei Apple eh immer von abstruse Verkaufszahlen. Also ich glaube selbst der Smart Speaker, der soll sich glaube ich, wirklich schlecht verkauft haben. Oder reden wir auch von zwei oder drei Millionen Stück oder das so? ja die Apple Watch ja auch so schlecht verkauft. Der ist die Best haben. Verkauft. Also als, 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 Kon als Konkurrenzprodukt ist ja. trotzdem die Festver Bestverkaufte ähm, ja. Smartwatch. Also ja. also, ja, es ist immer. Na, aber zurück zum B20 Pro. Also, es gibt ja SP20 und das B20 Pro. Genau, ja, das darf ich nicht verwechseln. Mit das B20 Pro ist, ist das high end -Variant. Das mit drei Linsen mhm. ähm, kostet nochmal, ich glaube, richtig eine gute Scheibe mehr als das B20. Wow. Ich glaube, es, ah, ja. es, es b20 ist gleich. Ja, ist glaube ich. Bei, ey, ich schaue jetzt lieber nach, bevor ein Blätzchen. Also, sp 20 ist bei Amazon bei 560, sagen wir jetzt einmal 560, 570 und sp 20 Pro bei 845 oder 899, er 899, weil das die Prime-Auswahl ist. Ja, genau. Also, es ist ab knapp 800 Euro ja. zu haben, geht ob gerade bei Geizhals. Also es ist ähm, sozusagen, es ist für a quasi knapp, also so 300 Euro mehr, 400, 300, 400 ja. Euro mehr. Ähm, ja gut, das unterscheidet sich äh, ein bisschen in die technischen Details. Der von Prozessor von ist komplett gleich. Ach so, okay. Der Prozessor ist komplett gleich. Ich glaube sogar, der RAM ist komplett gleich. Ich hm. schaue jetzt auch gerade. Ähm, 4 GB hat's normale und es Pro hat, hat 6 gigabyte Okay, nein, es war sind da zwei mehr. Ja. Ähm, ja. Und es hat halt, ich glaube, es das Pro hat halt durch die drei Linsen kann es ein 40 Megapixel-Foto machen im Endeffekt. Ja, das wird dann quasi so aufgerechnet, ja. Ähm, ja, man darf also es gibt das P20 das P20 Lite und das P20 genau. Pro, so war das genau das P20 Lite ist sozusagen die Einstiegsvariante genau. es ist sozusagen die günstigste ich davon würde von jedem Huawei Handy das den Namen Lite trägt abraten äh, haben wir schon ähm, haben wir, kann ich von vielen Problemen berichten ja, ja. die Lite Variante würde ich ich glaube sie ist nicht, ist das so viel billiger erst einmal ja, die Lite Variante kriegst schon um 330 ja. also um 330 Euro die Pro um knapp 550, 560, äh, die, die normale ja. und die Pro so ab 800 Euro ja. Also ich muss ganz ehrlich, sagen, wenn ich zwischen eins von D drei Modelle entscheiden müsste, würde ich es normale B20 nehmen, weil ich glaube für die für den Aufpreis sage ich einfach ist es Pro zu teuer. Ich würde ganz von Nein ich sage, wenn ich jetzt müsste ja, wenn also ich müsste wenn ich müsste, würde ich nur das B20 nehmen, weil es ähm, Pro einfach du wärst das Feature nie aus. Pro hat aber AMOLED. Es war mal ehrlich gesagt auch noch wurscht. Also, es ist mal, es war mal einfach für ein Huawei-Smartphone wäre es mal zu viel. Ja, also, weil das ist es ähm, nach drei Jahren auch nichts mehr wert. Es stimmt, aber die haben das ist nicht so viel um oder ja, und vor allem bei den Prozessoren ja. ist sogar das Light recht ja. ähnlich genau. gedacht. Das ist das hat auch den gleichen Prozessor. Das Leit hat den Kirin ich. 659 drin. Und die anderen zwei haben den Kirin 970 drinnen. Ich glaube, die anderen, also das normale und das Pro, haben halt diese verstärkte KI genau. drinnen. Genau, also da ist das Zusatzprozesse noch drin, aber. Ja, also es aber, ich, aber das Pro und das Normale unterscheiden sich so von den technischen Daten überhaupt forsch, Also se, das, 4 das, Gigabyte RAM, das 4 und 6 GB RAM das ist. und 6 GB RAM ist der Unterschied und das andere hat IPS-Display ja. und das teurere hat ein AMOLED display und das also ist ein ich, größer und der Akku ist ein bisschen größer. Also aber das ich, war's dann. Ich würde das normale B20 da definitiv nehmen, weil ja. der Aufpreis einfach viel zu viel ist. Also vor allem, weil du es nächstes Jahr kriegst es nachher e in jedes P30 oder wie es ist, immer ja. nein reingedruckt. Die, die, vor allem, ähm, ich glaube, ich habe jetzt eh gestern wir haben mal Videos gesehen, wo sie jetzt diese Kameras von diese Top-Handys verglichen haben und das P20, glaube ich, es ist so unterschiedlich. Also teilweise war Sony Xperia XZ2 besser. ja Teilweise war halt noch eines Google das, Pixel 2 wieder besser. Genau. Und, und die, äh, die News zu da habe ich dazu ja. eben gefunden. Ja. Ähm, da haben sie die Kameras, die Kamera vom P20 Pro, ein bisschen getestet und ja, die KI-Sachen und so weiter sollen ganz gut sein, ja. dass die Kamera selber schaut ähm, wegen der Bildnachbearbeitung und wegen der Auffrischung ja. und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, ja. Es kommt halt, es ist halt ein Smartphone. Es ja. sind ein paar echt schöne Bilder dabei. Sowieso. Also. Da kann man echt nichts sagen, aber. Ich sag halt so, die Techniker macht noch kein gutes Foto, man muss so auch haben für ein gutes das, Foto. Das auch. Also, ich mein, ich glaube, wenn jetzt nicht wirklich dieser Kamera-Fetischist in Smartphones bist, SB20, wäre es ist sicherlich ein gutes Telefon, ich meine von der Software weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist Android drauf, also brauchen wir nicht weiterreden. Nein, vor allem <laughs> es ist noch ähm, halt von Huawei diese Benutzeroberfläche wieder ja. drüber, dem muss schmägen. Ja. Das ist wieder was eigenes. e oberfläche ja. ja. Das ist... Etwas, wo ich sage, ja, ich, ich kann mir sie mit. Sie orientiert sich ja eh sehr am um, um, an iOS. Es gibt, keinen, ja. es gibt keinen Launcher mehr, sondern es gibt, alles ist auf dem Homescreen, man wechselt durch, hat Ordner. Okay. Also ja. es ist doch, sie orientiert sich sehr am iOS und das, das B20 eigentlich generell schaut eher aus wie ein iPhone 10, <laughs> also von dem <denen> her. <laughs> ja, oben mit dem Notch, wo ja, das, die Kameras verbaut das sind. Das haben alle nachgemacht mittlerweile. Das ja. ist, ähm, es ist zuerst komplett belächelt worden. Und jeder macht es mittlerweile, weil man denkt, oh, voll, voll denkt nicht was anderes sein, wenn es es schon nicht gut findet. Ich finde die Lösung von äh, Xiaomi mit dem Mi 20 äh, Mimix Mi Mi 2S. Ja. finde ich eigentlich. Oder Mimix äh, 2S. 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 Ja. Ähm, die haben das ja. Haben das Handy ja quasi oder ist auch nahezu randlos. Ja. Und die haben, die haben das ein bisschen anders gelöst. Die haben die Kamera einfach unten verbaut, sodass genau. oben, der oben ja. am, am Handy das, das Display einen dünnen Rand hat. Und unten, wo ohnehin Lautsprecher ja. Und, ja. Und, und, und Mikrofon verbaut sind, haben sie einfach daneben die Kamera reingebaut. Ja, das ich finde es von der Idee her äh, fast noch ein bisschen besser gelöst, wie mit dem merkwürdigen Notch. Ich meine, ich hab's, ich habe es zehner ich meine, mich hat die Notch nie gestört, das ist, muss ich jetzt auch zugeben. Also sie hat mich nie beeinträchtigt in irgendeiner Form. Also. Ich, ich finde es jetzt auch nicht, äh, es ist halt nicht so, es, ich finde es halt von, von, vom Design her nicht sonderlich ästhetisch, aber. Ich, ich vermute aber, Apple es ist hat, halt das auch, hat das aus Denkung gemacht, damit es eindeutig als iPhone identifiziert wird. Das klar, weil, weil der Home-Button ist weggefallen. Das ja. heißt, von vorne schaut jedes Handy so ein wirklich gleich die aus. Eindeutigkeit ist aber jetzt halt wieder weg. Ja, immer seiner Notch ist halt die, was die, die Form ist. Sicher patentiert bei Apple, geträumt fast zu wetten. Naja, weil es weil die, wenn es zum Beispiel das B20 hernimmt, die Notch schaut nicht gleich aus wie beim iPhone. Na, ne? sie ist kleiner, ja, aber kleiner. sie ist nicht so lang, Sie ist eher dicker, Aha, ja, stimmt. Ja, das, das heißt, also es ist nicht, also es ist nicht genau gleich, ja. ja. Aber was das B20 halt auch wieder hat, das ist der Fingerabdruckscanner auf der Vorderseite, also quasi Home-Button. Ja, das ist einfach. Ja, es ist. Aber schaut euch zumindest schon mal, wenn, wenn jemand ja. ein, ein Smartphone haben will mit einer tollen Kamera, das B20 Pro soll. Ja, ja, das ist. Soll so ziemlich der, also das Beste sein, was man momentan für Geld kaufen kann als Smartphone mit geiler Kamera. Das ist sicher eines der Besten äh, ich, im Moment, Ich, ja. ich sage aber so, wenn es im Normalfall ein 300-Euro-Smartphone a macht, dann kann man sicher um 500 Euro noch eine kleine spiegellose Digitalkamera kaufen. Äh, also wenn du jetzt, ähm, ja, also Leih jetzt, das sagst ja, okay, ich spare mir damit ja. eine komplette Kamera. nee das wird nicht der Fall sein. So. Also eben, ja. Also würde ich eher ja sagen, ein günstigeres Smartphone kaufen, sowas wie ein Nokia 7 Plus so ja. in die Richtung, so um die 300 Euro und, und vielleicht noch mal drei oder, uh, 350 oder 400 Euro investieren für zum Beispiel uh, uh, EOS M10 die gerade ja. in den Händen halt das ist eine meine, Kamera und die, die, die hat halt nur 16 Megapixel oder sowas, keine 40 Megapixel von Yet. einem Huawei, aber die Schärfe... Über die braucht man nicht sprechen. Die also Fotos ich mein, sind halt deutlich es, schöner. Es ist eh klar, ich mein, wenn du, wenn du jetzt generell Smartphones um 800 Euro kaufst, ja, dann ist eh wurscht. Also, nachher kannst du das B20 Pro problemlos kaufen. Ja. Also, dann du wärst halt wahnsinnig gute Fotos damit zusammenkriegen. Also, ich traue mich fast zu wetten, dass es einfach passt. Ja, nein, also, es, das ist. ist das so. ähm, KI ist halt generell immer so eine Frage. Ich glaube, es funktioniert manchmal recht gut, manchmal glaube ich wahrscheinlich weniger gut. Ja. Es ist KI. Ich würde gar nicht sagen, dass das eine großartige KI ist. Das sind ein paar Algorithmen, die das Bild analysieren und dann entsprechend aufarbeiten. Ja, das heißt als KI. Äh, KI klingt äh, viel cooler. Ja, KI ist das neue Atom. Äh, nein, es, KI sind die neuen Megapixel. Oder, ja, oder, ja oder, genau die neuen Megapixel. Ja, genau, also, so das ist, ja, also, so. also Kamera noch Megapixel verkaufen. Ja, immer mittlerweile glaube ich weiß es jeder, dass die Megapixel relativ wurscht sind. Ja, auf die Sensorgröße hin. Ja, der richtig, richtig. Und D ist bei einem Smartphone eh nicht sonderlich groß. Der ist bei einem Smartphone verschwindend klar. Äh, je größer der Sensor, Sensor, desto mehr Licht kann drauf fallen. Ja. Und je mehr Licht drauf fällt, desto weniger Rauschen hat man. Ja. Das, ist, das ist halt der Grund, warum richtige Kameras, unter Anführungszeichen, also so spiegellose... Amateur, ja. Semi-Pro und Profi-Kameras so haben einen riesigen Sensor drinnen. ich mein, der Designer äh, war dementsprechend groß, wieso hat der Sensor nicht platz. Ja, gut, wenn ich jetzt so mal EOS M10 anschaue, die ist jetzt auch nicht sonderlich klar und Hosentaschen kompatibel, ja. aber äh, ich habe sie ja auch immer dabei. Also ja. im Endeffekt, liegt in meinem Auto oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe ich die Kamera im Rucksack Ruck oder im Rucksack oder am Rucksackträger Ruck 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 aufgeschnallt und fertig. Also ja. äh, und kann man genauso hip und cool sofort die Bilder aufs Handy übertragen und dann auf Instagramen, Instagram posten. Also von dem her besser zwei Geräte kaufen statt auch. Aber ja, ich bin da ein bisschen. Ich versuche da eher ein bisschen als Perfektionist. Ich finde halt Foto machen schön. Und ja, ja, nein, das ist. Ähm, und aber ich muss ich, es jetzt nicht unbedingt mit einem 900 Euro Smartphone machen. Nein, ich, es wird halt, ähm, es zeigt halt, wo die Reise einfach hingehen wird. Also, ich möchte wahrscheinlich, ich sage jetzt mal in fünf Jahren, also <laughs> schon wieder fünf also ich, ich verwende immer fünf Jahre. nochmal, <laughs> ich mache nichts mehr anders. Äh, die Reise geht halt schon mehrfach irgendwo hin, in jetzt Jahr. wieder fünf Jahren. Mhm. Ich sage in fünf Jahren wahrscheinlich. Werden wir dann so weit sein, dass einmal ein Smartphone auf ein Leistungsniveau wahrscheinlich von einer heutigen Spiegelreflex ist? Durch Software natürlich. also ja. das, das ist der große also nicht, Knackpunkt. Nicht nativ das Nein, Foto selber. Das wird nicht gehen. Also das das wird die Software wird das Foto das so auffrischen. Die Software wird einfach das machen. Es also ja. wird einfach. Um das geht es ja. Die Software, die Software rechnet das scharfe ja. Foto dann. Richtig. Also da werden wir definitiv hingehen, denke ich einmal. Mhm. Also ich, meine, ich weiß nicht, welchen Sprung dann Spiegelreflexkameras in der Zeit natürlich auch noch machen, das ist die nächste Frage. Ja, ähm, da ist momentan ja eher Evolution statt Revolution angesagt. Sie sind jetzt nicht so unter Zugzwang, die, die großen... Nein, das einzige ist Spiegellos, das ist jetzt das, was... Das kommt. ist halt der, der ja. Ja. Weg, weg vom Spiegel, ja. wie so in die Spiegelreflexkameras drin sind, was... Klack macht beim Bot ja. machen, sondern hin zu digital oder Spiegel wegklappt, sondern mh. einfach ohne Spiegel. Ja. Aber es ist halt, ja, es ist aber dieselbe Technik wie bei den Spiegeln. Es ist, der es ist mechanik also es halt mit 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 ja. Fertig, ähm, das wird einfach so sein. Damit kann man die Kameras kompakter bauen. Ist halt für viele wieder ein bisschen ein Problem, weil also eine kompakte, kleinere Kamera schaut, schaut halt nicht so noch Profi aus. Und das geht Ich glaube, das, so da, ja 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 ja. das ist so bei den Spiegeln. Manuel hat jetzt die Sony. Das ist so ein schönes und, Gerät. Und der Kollege von mir, der Michi, der hat die Ding, ähm, der hat die Nikon, was die ist die Nikon die, große. die 5D 5, 5DX, 5, 5, nein, Die neue 5D halt. Was ja. da Und das ist halt ein richtiger Wascher dagegen, einfach ja. nach wie vor. Aber Fotoqualität, dann stehen sie wahrscheinlich. ja das darf man jetzt vielleicht nicht sagen. Ich glaube, also. das kann ich wahrscheinlich, weil der Maler hat eine ältere Generation ja. als der Michi da hat in dem Fall. Und ich glaube, die Sony, er hat auch das, ich glaube, er hat die hat er die 7S. Ich glaube, die, was glaub, mehr ja. für Videos auskriegt, mhm. ist das ist eben, wo es nicht vergleichen kann, was unfair einfach wäre. Es sind aber Bord, schöne Geräte und es das Borden, Kameras, kriegst, voll super, schöne Sachen, Bilder. kriegst also, super Sachen raus. Ich mein, ich glaube, die Nikon hat halt den Vorteil, dass sie echt robust ist. Die hat halt ein Magnesiumgehäuse ja, und sowas. Also, die, die kannst du in den Regen stehen lassen, das ist der wurscht. Ja, also, das nicht. machst du mit der Sony nicht. Ich habe ja A2, also ich habe die kleine, die immer ja. mit dabei, die die EOS M10, ja. meine kleine Spiegellose, und die habe ich ja auch noch eine große Spiegelreflex, die EOS 80D. Ja. Ähm, boah, ist auch eher robustheit halt, ausgelaugt. Man geht es häuser jetzt eher nicht, aber ist halt schon auch hart im Nehmen. Ähm, die Bilder, die im Endeffekt aus den Kameras so auserfallen, die sind aber schon so mal so technisch relativ ähnlich. Die, ja, ja, das. Die, die die 80D hat halt ja. ein paar Megapixelchen mehr, aber das, das war es dann schon. Also, der, der bild der Bildverarbeitungschip da drin ist, ist sind relativ, also nicht ähnlich in der EOS MC, ja. ist halt der Vorvorgänger ja, Generation ja. drin, aber die Bilder, die im Endeffekt dann allem so es, es gibt ja auch nicht nur auf die Kamera, Nein, und drauf an, das an, es gibt aufs Objektiv, es gibt auch, das Objektiv ja. und auch noch drauf an. Das ist, ähm, und das ist halt der Vorteil bei den Kameras. Beim Handy kann man das Objektiv nicht wechseln. Ja, man, man ja, ja, es gibt ja. Es, es Aufsätze, ich später ja. noch. Also, es ist, gibt mittlerweile. Ähm, ja, und das ist aber eh der schöne Punkt. Also Es ist ja viele meinen auch, sie kaufen eine teure Kamera und kaufen dann günstige Objektive. Ja. Das ist eher kontraproduktiv. Das ist gescheit, du kaufst eine günstige Kamera und teure, teure Objektive. Und, äh, holst ja. es holst muss, mehr es raus? Muss jetzt nicht unbedingt Zeiss sein. Nein, es kommt, ich meine, jawohl, ich glaube, wenn du Sony, wenn du so Sony-Kameras hast, kannst, kannst du nur mal Zeiss kaufen, weil die haben fast keine anderen. Ja, okay, ja. Also stimmt, du kannst schon ja. auch, da musst du Zeiss kaufen. Ja gut, Sony, ja, ja. Sony hat Zeiss, ja. Ähm, Aber es, es, es gibt zum Beispiel bei, bei ähm, für Nikon und Canon gibt es auch Sigma als, als objektiv die wo es in verschiedenen Preisgrenzen von vergleichsweise günstig bis auch verdammt teuer alles im Portfolio. Man muss nicht immer Originalobjektive kaufen. Man soll ich, aber was Gescheites kaufen. Ja, ich meine, ich ziehe so dir jetzt einfach in Michi, der sagt halt immer keine Fixbrennweiten. Die sind günstiger. Ähm, ich gehe ja eher äh, über okay. Fixbrennweiten, ja. Und der sagt, du kriegst halt super Fotos damit raus. Weil klar, ich mein, wenn du ein extrem gutes Objektiv haben willst, was in einem breiten oder in einem weiten Bereich eine gute Lichtstärke hat, hm. dann wird richtig teuer. Einfach. Dann wird richtig teuer, ja. Weil also, ein ja. Zoom-Objektiv mit guter Lichtstärke ja. ist verdammt teure Angelegenheit. Ja, Aber Fixbrennweite ja. mit guter Lichtstärke ja. kriegt man teilweise um 100 Euro. Ja, ja das, ist, das ist klar. Das hat einen, einen Einsatzzweck natürlich. Ja, das ist halt, ich habe ja auch eine, eine, eine 50 mm Fixbrennweite ja. auf, auf meiner 80D drauf. Aber mit einer Lichtstärke, glaube ich, 1,8 oder sowas. das bist du eh gut. Und wenn das jetzt aber das, das, das hat mal, du bist, glaube ich, nur 120 oder 130 Sagen wir mal, gepostet. du wirst das jetzt von 25 bis 50 durchgehen genau. mit der Lichtstärke haben. Ich weiß nicht, ob es das gibt überhaupt das Nein, ich glaube auch nicht. Aber das, das wird richtig teuer. Also wenn das von 1,8 bis 2,8 Ding hat, wird das richtig teuer werden. Ich, ich finde auch Fixbrennweiten insofern ähm, interessant oder coole Aufgabe, weil sie die gestalterisch ein bisschen ähm, vor. Aufgaben setzt, weil wenn du jetzt den ganzen Tag in einer Stadt nur mit einer 50 mm Fixbrennweite äh. unterwegs bist, bekommst du klar, hast du klar ein bisschen eine ein ein andere Motivation, die Bilder zu machen, weil du bist halt vom, vom äh. Blickfeld halt noch ein bisschen eingeschränkt. Das sagen wir jetzt vielleicht dazu, oder, oder damit, damit jemand, der sich jetzt nicht mit 50 mm ist, so das, was in menschlichen Sicht fällt, nächsten, ich glaube, das kommt am nächsten 50 hin. 50 mm kommt in menschlichen Sichtfeld. Oder ist, oder ist es, oder was, was, was anders? Ich glaube, es ist 50 mm, oder? Wenn äh, ich jetzt, ich meine, ich habe gesagt, bin jetzt kein äh, Also, jetzt habe ich, äh, 50 mm, glaube ich nicht. ich habe da jetzt 80 mm, äh, jetzt habe ich da eingestellt, 15 ja. mm. 15 mm müsst das menschliche Sichtfeld doppeln, ja. Oder was, 15? Ich okay. glaube eher 15 mm okay. fürs menschliche Sichtfeld. Okay, ja, ich, ja, ich kann ja. es nicht sagen. Aber. Ja, ich, ich, auf jeden Fall, es gibt halt immer an, sozusagen, wie weit du sozusagen, wie weit der Blickwinkel nach außen geht. Ne, genau, ja. Und je, je mehr Millimeter, desto mehr Zoom quasi und genau, mit das 50 mm ist man halt, wenn man eine Fixbrennweite ja. hat auf 50 mm, dann ist man halt beschränkt, man genau. hat nur das Bild. Genau und sonst kannst du halt sagen, okay, also es das heißt, es geht ja noch vom Ultraweitwinkel bis halt zu noch ein Tele einfach und so. wenn ich jetzt sage, so mein Handy kann ja. ja auch super zoomen und toll und ich kann das mhm. Bild auch äh, 10 fach ja, digital halt. das ist kein richtiger ja. Zoom, das das da ist wird halt einfach das Bild ja, es wird einfach nur ein kleiner Ausschnitt äh, vom Bild vergrößert. Ja, es ist halt digitaler Zoom. Ja, digitaler das. Zoom. Ähm, da kann ich so noch auf die, auf die Werbung erinnern. Früher wurde <laughs> zu megapixel zeiten wo so 100-fach digitaler Zoom. Genau, und ja. Yeah, ja, und 100-fach digitalen Zoom man, braucht man nicht in einer Kamera drin. Das kann man auch beim PC beim Nachbearbeiten das, auch machen. Also wie gesagt, Zoom ist leider interessant, wenn er wirklich analog ist. Ne? ist ja, ne? ist also natürlich wenn wirklich technisch ja. was passiert. Das, das ist also klar. Aber Technisch stimmt in dem Fall nicht, aber ja, analog, es ist ja. halt äh, ein Hardware-Zoom und kein Software-Zoom und der Software-Zoom ist halt eher für die Fische. Ja, also es, wird, es wird nur das Bild hochgerechnet, aber es, es kämen keine Details zu Tage zu, zu, zu mehr. Nein, daran erkennst du ja, das ist ja genau das. Daran erkennst du, daran erkennt Kameras, du Unterschied, ja Kamera, wenn du zum Beispiel wirklich ein haus fotografisch und du siehst halt im Fenster Spiegelungen und Kleinigkeiten genau. an der Fassade. Du zoomst Zurbi äh, und siehst da irgendwo abgebröckelten Putz ja, und so weiter glaub, und so fort. Das, das kostet so. halt dann einfach da brauchst Hardware dazu und die kostet halt Geld genau ja. das ist einfach das kannst du leider nicht ändern also Optik ist einfach nach Optik ist teuer ja Optik ist teuer und ähm, jeder Fotograf was sowas kauft hat halt teilweise einen kleinen Wagen an Equipment einfach mit ja bei mir ist es jetzt ein relativ großer Fotokoffer mit ja. Equipment ähm, ich bin aber jetzt kein Profi nein eh. aber, Amateur, aber aber du hast halt schnell einmal es kostet halt schnell einmal ein man ba hat schnell ein paar Geld zum ja ja also ich meine, die Optiken halten dafür gut in Wert. Das ist so, die ja. verfallen nicht schnell. Also, die also wenn man so objektiv um, also jetzt nicht Einsteigerobjektiv im Hund, obwohl, also glaub, eben meine mein, mein Fixbrennweite, ja. wenn ich die jetzt gebraucht verkaufe, kriege ich für die auch noch ein Hunderter. Also von dem her egal. Ja, das ist Optik. Also ich habe einen Einkaufspreis darin. Ja, also wie schon gesagt, analoges Zeug haltet generell recht gut in Wert, weil es ist halt mechanisch. Du kannst es nicht ändern. war meine mein 18mm 18 bis 105 mm Zoomobjektiv, das glaube ich 700 Euro ja. oder 800 Euro gekostet hat. Das kriegt man, das kriegt ja also kaum mit fast ohne Wertverlust wieder weiter. Also, das wäre jetzt nicht einmal das Problem. Nicht. Also, von den her, das ist schon ähm, gut. Nochmal. Es gibt halt auch Objektive, für die man noch mehr Geld ausgeben kann. Also, 600 Euro, da wird sich man denken, <laughs> ja, das ist. Sicher. Äh, Geht dann irgendwie 10.000 ja, 10 ja also gerne mal. Du hast für objektiv klar, es kostet bald einmal 1.000 bis 2.000 Euro. Das kannst du recht schnell bananen. objektiv ja, ja. Also, das ist jetzt nicht, ähm, ist jetzt nicht so ein übertriebener Wert. Einfach, also, es ja, sie kosten einfach. Ja, ähm, ich, ich suche gerade aus, aber ich, ich schaue immer so gern bei Geiz. Also, können <laughs> sich die Objektive auflisten und dann kann man ja noch sortieren. Und dann schauen wir jetzt einmal das teuerste Objektiv. Was haben wir? Yeah! Oh, uh, das eh, ein, ein Sigma. Ja gut, das ist ein 200. Ein, ein 200 bis 500 ja. Millimeter mit 2,8 Lichtstärke. Ja. 17.000 Euro. Ja klar, ich Mann. Mein, aber das ist, jetzt schon, das ist jetzt schon sehr speziell, das Ding. Das, das ist ähm, Naturfotografie, also Tiere fotografieren in der Natur. Ja, vor allem, ich, ich traue mir jetzt zu wetten, dass die meisten Fotografen, was das brauchen, sich das ausleihen. Bin ich mir auch sehr <laughs> sicher. So kauft man nicht. Ähm, das Objektiv hat 15 Kilo. Ja, das ist super. Ich würde sowas gerne einfach mal auf mein EOS M10 drauf poppen, weil Adapter gibt es hier für das, da kann ich ja. die, die canon objektive das, das wird sicher lustig ausschauen. Ja, ja, das schaut sicher toll aus. Wer, wer nicht weiß, wie die EOS M10 ausschaut, ähm, googelt mal noch danach. Ähm, Der ist recht klein. die hat 300 ah, einfach Gramm. Einfach wie ein Smartphone ungefähr. Die hat 300 Gramm und das Objektiv da hat ja, 15,7 Kilo. Ja, ja, wird lustig. Ähm, Na, aber gut, dann glaube ich, haben wir genau über Kameras fach Ja, das mal ja, jetzt, ja, fach würde ich jetzt nein, sagen. Ich, nein, gut, das sagen. Gefährliches Halbwissen. Das ist sehr gefährliches Halbwissen, immer so. Also, jeder Fotograf hat da einen halt, Kopfschütteln. Ja, wenn er, nicht schon, wenn er nicht schon gegen den Tisch kauert. hat. Ja. <laughs> aber er ja, ist ja wurscht. Ähm, gut, gehen wir weiter. Ähm, Startup will Menschen töten, um Gehirne zu archivieren. Ja, endlich, das ich. endlich, sein wir so weit. Also, jetzt haben wir es geschafft. Also, das heißt, die versuchen im Grunde das, die sagen, ähm, wenn du ein Gehirn irgendwann digitalisieren willst, brauchst du ein komplett 100 funktionsfähiges Hirn. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es damit automatisch mit aktiver Sterbehilfe verknüpft. Sonst geht es gar nicht. Äh, okay, also, es ist sogar so, du kannst ja da einen Worteplatz kaufen für das. Startup kostet 10.000 Dollar einmal auf der Wartelistenplatz. Ja. Ja. Und die glaube, sie ist eh schon voll. Ähm, okay. Und das kennen die kompletten Hirne. Nein, es was sie jetzt einmal machen, ist das, ähm, sie archivieren dein Hirn nur. Aber äh, wie? Ja, das steht in den Absatz. Sie machen quasi erst eine Sicherungskopie. Sie, nein, sie, machen derzeit nein, nein, sie machen eben derzeit nur keine Sicherungskopie. Ähm, also es heißt, es passiert derzeit so, den Patienten werden unter Vollnarkose, wird ein Mix aus chemischen Substanzen über die Halbschlagauger eingespritzt. Hm. Dadurch bleibt dein voll funktionstüchtiges Gehirn, ist es konserviert und einbalsamiert und dein Körper hängt an der Herz-Lungenmaschine. Mhm. Und das heißt, danach bist du eigentlich nicht mehr da. In den Sinn. Also der Hirn ist konserviert. Ja. Aber im Endeffekt war es das dann. Und im Endeffekt. Und, und das Ziel ist eigentlich jetzt noch an das Hirn mal so zu konservieren. Und dann, und dann irgendwann, wenn die Technik da genau, ist. Genau, dann wärst du quasi. Dann wird die Kopie davon gemacht. Ja. Und dann. In digital und du bist noch ein Computer drin. Das ja, war jetzt der Plan. Aha. Ja. Schau mal, wo die Reise hingeht. In fünf Jahren? ich ja, das klar jetzt nicht in die fünf, Jahren. Dann gebe ich, ich sechs. Nein, Spaß. Äh, ähm. Ja, ich, ich finde, ja, die, die, die Idee klingt verlockend. Also. <laughs> Nein, ich finde, ich, ich, warum nicht? Also, ich würd, na, man hatte ja dann die theoretische Möglichkeit in Zukunft quasi als Programm weiterzuleben. und das ist ja etwas was ich will ich will ja nicht äh, ich habe Ablaufdatum ähm, im guten Fall mache ich es vielleicht noch 70 Jahre dann bin ich 100 ja ich will aber mehr sehen ich will mehr von der Zukunft sehen ich will 200 300 Jahre 400 Jahre in die Zukunft sehen willst du das, das wirklich eine coole Idee. ja ich will es echt ja glaubst du dass das besser wird ja auf alle Fälle also sagen wir so in fünf Jahren Nein, Bayer wird sich die Menschheit wahrscheinlich noch einmal sehr, sehr ordentlich dezimieren, aber ich glaube, danach wird so. Ja, ich glaube nicht einmal, dass wir es dezimieren werden. Das, 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 macht, das macht ihr keinen. Ich, ich, ich kann es nicht sagen, was passiert. Ich will, einfach nur, ich will einfach nur schauen, was für geiler Scheiß noch kommt in der Zukunft. Okay. Ja. Also. Ja, ich bin halt einfach zu sehr von den ganzen Star Trek und ja, ich bin halt Science Fiction geprägt und, und das hier und, hier und jetzt ist mir einfach zu, zu fad. Ja, obwohl ist man die letzten zehn Jahre, <laughs> obwohl in den letzten zehn Jahren quasi der Trikorder, jeder trug seinen ja. eigenen Trikorder mit, ähm, überall telefonieren, überall Internet, äh, überall Informationen sofort ja. instantan verfügbar, ja. wenn man ein Smartphone hat, das, ist ja, das hätte sich ja vor 30 Jahren keiner gedacht. Aber mir geht es noch nicht weit genug. Und, und da ist das mit dem Hirn konservieren ja, ja geil. Ja, ich glaube, du wirst noch relativ viele Dinge erleben. Also, jetzt, also ich glaube, bevor der Hirn konservieren ich vergehen nur ja, einige. Ich will sie jetzt nicht konservieren. Was? Also, so um 60 Jahre vielleicht. Ach so, okay. Ja, also, jetzt nicht. Na, na, jetzt, jetzt, jetzt gibt es ja andere interessante Sachen. Ein <laughs> ah, ja, müssen schon noch da sein, um Bier zu trinken. <laughs> Und als, als Robotergehirn kann ich kein Bier obwohl der Bänder kann auch Bier trinken. Ja, der kann Bier trinken. Bender. der braucht sogar, sonst funktioniert er nicht. Bänder, Bending Rodriguez. Ja, genau, sonst funktioniert er ja nicht. Vor allem, wenn er kein Bier trinkt, hat er einen Kader. Stimmt. Das ist. Ähm, ah ja, und, und Rost. Rost. Und jetzt ja. Rost an. Genau. Mhm. Also, er braucht das Bier. Der braucht es. Ähm, was man nicht braucht, <laughs> ist React OS. Ähm, OS für Operating System, also React Operating yeah. System. Es ist ein Windows-Nachbau. Also, da haben sie um, vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren haben sich mal ein paar Entwickler gebracht. Hm, Windows, das ist ja von Microsoft und der Code der ist ja nicht frei zugänglich. Ja. Jetzt schaffen wir Alternative, indem wir es Windows quasi ähm, äh, rückwärts nachbauen. Also, ähm, mir fällt jetzt das englische Wort nicht ein. Wenn man etwas rückwärts baut. Man ja. nimmt etwas und zerlegt es in die Einzelteile und baut es dann wieder neu auf. Ja, ich weiß, ja, irgendwie ja. fällt jetzt der Begriff nicht ein. Jedenfalls haben sie auch Windows nachgebaut und als Open Source, also ist, der Code ist öffentlich einsehbar und so weiter und so fort. Und es ist in Version 0.4.8. Das heißt, ähm, immer wenn eine 0 vorne steht, sollte man es nicht, in, <laughs> nicht ähm, in alltäglichen Einsatz haben, weil es noch <laughs> Äh, Alpha Stadium ist oder yeah. Beta oder es ist einfach nur nicht stabil. Jedenfalls haben sie jetzt Windows 10 Funktionen eingebaut und jetzt lassen sich drauf auch Windows 10, manche Windows 10 Programme installieren. Ähm, ausschauen tut React OS wie Windows 98, also ja, ein bisschen. Bisschen hübscher vielleicht, aber. Ich, ich, die Icon-Sets sind ein bisschen netter, aber sonst schaut es eigentlich aus, wie Windows 95, Windows 98 sind in die Richtung. Also nicht sehr schön. Und das ist auch so Sache, ich verstehe das Projekt nicht. Also da, da muss man echt einen langen Atem haben. Ja. Und so verliebt sein in das Projekt, um das weiterzutreiben, weil. Warum? <laughs> Warum? Warum? <laughs> warum? Ich verstehe ich, es nicht. Ich glaube einfach, die haben es einfach gemacht, um es zu machen. Ja, also, dass ich gesagt, because hab, you can. Also, also, also einfach, mir jetzt gesagt, Microsoft, wenn ihr uns schon unseren Code nicht gibt, oder eigentlich unseren Code, oder den Code nicht öffentlich macht, dann bauen wir es einfach noch. noch. Ja. Einfach, um zu zeigen, dass wir es kennen. Ja, eh. Also. Ich mein, wie viele Tausende Stunden der Arbeit drin stecken müssen. Ich weiß nicht, weiß nicht. und, und, und du, im heißen Artikel steht eh drin, entwickelt wird React ist bereits seit gut 20 Jahren. 20 Zwei. Jahre? Ja, Nein, ich, ich bin ja jetzt nie einer, der sagt, ah, ähm, gerade bei, bei, bei Forschung und so eine Sachen. Da, da, da bin ich nie der, der sagt, ah, 20 Jahre für das Projekt, oh mein Gott, was das kostet, was du da noch einige Pulver, wert für nichts. Ja. Das sage ich ja eh nicht, weil es ist, es ist nie was verloren. Außer wenn man einen Flughafen Berlin-Brandenburg baut oder sowas. Aber, ja. äh, aber bei dem Projekt freue ich mich halt tatsächlich den, den Nutzen dahinter, weil die werden sie, die arbeiten seit 20 Jahren und das ist nicht stabil. Das ist wenn wir jetzt davon ausgehen, die arbeiten vielleicht noch 20 Jahre dran und dann bringt sie eine stabile Version 1, außer wen interessiert das dann noch? Ich glaube, ich darf es mal sogar mal installieren. Ich, ich habe es äh, schon einmal in, okay. gehabt in einer virtuellen Maschine. Ja, es ist wie Windows 98. Ähm, es ja. funktioniert einfach nicht richtig. Jetzt <laughs> ja, werden wir wahrscheinlich es richtig nachgebaut. Ja, ja. Also, das passt schon. Ja. Ja. <laughs> aber nee, ich bewundere diesen Ehrgeiz dahinter. Also, das muss man schon sagen. Das ist ja, also, ja. ja den Ehrgeiz. Weil der Kampf ist ja schon verloren, wird. wie du es angefangen hast. Ja. Also, du warst genau, es wird. Du wirst genau, verlieren. Ja, aber. <laughs> ich, <das> ist, <laughs> du magst es einfach. Du magst es einfach, ja. Ähm, kann man da eigentlich, kann man dann Spiele auch drauf laufen lassen? Ja, ähm, das habe ich nicht probiert. Ich habe es ich ich mal das Image gezogen, dann mal installiert in einer virtuellen Maschine, habe ein bisschen umgeklickt, weil einfach nur um also, das Retro-Feeling ja. wieder zu haben. Vor allem frage ich mich, warum sie diesen Aufwand nicht in Ubuntu reingesteckt haben, als Beispiel, um da mitzumachen. Damit Ubuntu ausschaut wie Windows. Nein, Windows ich Windows, mein, ja. damit sie auch gesagt haben, wir geben da unsere, unsere ganzen Stunden, um Ubuntu voranzubringen. Ja, also das, das ist also eine ja. Sache, wo ich mir denke, warum haben sie die ganze Kompatibilität, was sie jetzt da so entwickeln, nicht einfach eine Linux-Distribution ein, sodass also man Windows-Programme nativ unter Windows, äh, Linux starten kann. Ja. Es, es gibt ja wohl so eine Sachen wie Wine, ja. der uh, unter Linux uh, 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 Windows- Layer einführen, ja. sodass manche Programme ja. unter unter Linux funktionieren. Aber wenn selbst React erst die ganzen Sachen so in Ubuntu reinschieben würden, du könntest quasi unter ja unter unter Ubuntu genauso da Adobe Creative Cloud oder sowas installieren, vielleicht. Ja. Why not? Okay. Aber ja. ja, es gibt halt einen Windows Nachbau. Ja, es gibt einen Windows Nachbau, einen Nachbau von einem System, das eigentlich nur noch zum Spielen da ist, <laughs> weil produktiv nutzen will man Windows sowieso nicht. Ja, viel, ja, ich glaube, es nutzen nur relativ viele Es nutzen relativ viele Menschen. Also ich glaube, es ist, ähm, ja, was du halt gelernt hast, ist halt gelernt. Das ist, das ist es ja. Also, das, ähm, ja, und das ist halt Windows, es läuft halt alles damit. Die Fälle schwimmen halt da davon, weil wir haben wir ja eh schon einmal mal Kopf, in einem Gespräch, ähm, die jetzige Generation braucht ja kein, kein, kein Endgerät, wo ein Windows Nein. drauf läuft, vielleicht ähm, ein Chrome OS Notebook was sowas, oder sowas. Das haben sie ja schon, das mittlerweile sie haben ja seine sehr stark in den Cloud Geschäft einfach vertreten, Eben, ja. also die wissen schon, dass Windows ja, es wird weiter betrieben natürlich, weil es zu groß ist, aber ja, es ist einfach Für haben ist ja eh schon ein Department für die Windows Entwicklung geschlossen und das rückt eher in den Hintergrund. Microsoft macht recht viel mit Linux mittlerweile, ja. Also das, was früher undenkbar war. Genau, ja. Ist ja ein Windows 10. Ähm, äh, Windows 10 Pro ist ja Linux insofern drinnen, als dass man das Windows noch über Terminal, über Richtig. Linux Terminal steuern und bedienen kann. Genau, so. zum Beispiel. Was ähm, schon sehr, sehr, sehr geil ist, um manche Sachen zu machen, ja. Aber ich brauch's halt, ähm, auf mein Spiele, auf meinem Spielesystem läuft Windows, das ist der einzige Grund, warum ich Windows ja. habe. Ähm, da brauche ich jetzt wieder Konsole, da müssen nur die Spiele laufen und Ja, da könnte höchstens einmal, ähm, da könnte höchstens Steam OS vielleicht irgendwann so weit sein, dass du sagst, okay, du brauchst kein Windows mehr, aber Das ja zwar weiterentwickelt äh, werden, aber naja. Es ist halt bis jetzt weiß ich nicht, ob mit, wie gut mit Steam OS fahren würdest. Nein, deswegen haben sie ja die Steam, die Steam äh, die, Maschinen die, die Steam Machines ja gecancelt, also. Ja, naja, schauen wir mal weiter. Also, was mir noch passiert? Ja, ich habe gedacht, es wird halt eine sehr kurze Sendung. Und jetzt sind wir noch einer Stunde zehn noch nicht einmal mit den News fertig. Aber dafür geht es jetzt schnell, weil ich noch ein, äh, aber doch, ich, ich, ich glaube, das ja. geht nicht so schnell. Also, ah, ja, wir haben doch ein paar Sachen. Das ist ähm, gut. Dann fange ich mal mit meinem ersten Gadget-Beacon. Achso, da habe ich nichts. Ja, da wollte ich habe die eine dann Aber der wird so deinen Namen dazu geschmissen, ah. so viel. Ja, ich denke mal Gott, das ja. habe ich nicht. Ah, okay, den Artikel habe ich aber gestern gelesen. Ja. Okay. Nein, von du. Um, und zwar, es gibt jetzt so eine Art, nennen wir es Implantat, was du in den Zaun reinmachen kannst. Und das sagt dann nachher, wie gut dein Verhältnis zum Essen ist. Also ob du gute oder schlechte Sachen gegessen hast. Also, ach also, so, so ja. ist so das, so das Verhältnis ja. zum Essen, okay. Genau. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, das, das Schaf hast du gekauft, das du so hast. Das, <laughs> du hast gerade das tolle Schaf das gegessen. Das war der Harry <laughs> Der Heribert. hast du letztes Jahr noch mit dem Fläschchen gefüttert. Mm. Und also dann du hast du ein gleichzeitiges Messer ins Kreuz gehabt. Ich habe einmal ein Schaf einen Namen gegeben. Und dann, schlechte Idee. Und dann ein paar Monate später habe ich es gegessen. Das, das ist eine schlechte Idee. Mm -mm. Du warst so eiskalt, das war der da Wurst. Ich, ich bin da jetzt nicht so. Okay, aber so. prinzipiell, wenn du Dinge oder Kreaturen, Wesen, Sachen, Namen gibst, ist halt schon automatisch eine Wenn es ums Essen geht, habe ich da eigentlich keine Bindung zu irgendeinem okay, Tier. Okay, das ist gut. Ähm, aber zum Beispiel, das ist mir jetzt vor ein paar Tagen passiert, ähm, bin ich noch im Fitnessstudio heimgefahren und es läuft eine Maus über die Straße ja. und ich glaube, ich habe sie gekillt. Das hat mir mehr wehgetan, da das hat mich mehr beschäftigt nein, das hat nie ja, das gar nicht, nicht aber, <laughs> aber mir hat das, ma, ich meine, ma, ma, die arme Maus, ja. die arme Feldmaus, die hat sich eine Junge, die verhungern, Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, war, war, warum? Ja. warum, warum berührt mir das, also bei, 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 bei einem Schwein oder beim Rind ist mir das egal. Ja, das, ja, die Maus ist so klar nebenbei, nur. ja, vielleicht ist das auch irgendwie die Verniedlichung, weil ja. die Maus irgendwie niedlich findet, obwohl es eigentlich ja uh, uh, eine Krankheitsüberträger-Nummer hat ja, sie. Ich meine, <laughs> ich mein, klar, ich, mein, ich fahre jetzt nicht absichtlich über eine Maus drüber, also das tue ich auch nicht. Ähm, aber nein, es ist, ja, ich meine, passiert halt ab und dann leider, also kann ich ja. nicht verhindern. Also m, pf, ja, ich, ich habe ich hab noch zum Glück, muss ich sagen, echt kein Tier niedergeführt. Ja, ich habe vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren einmal eine Katze erwischt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich sie erwischt habe. Ah, okay, es, ja. es war sehr knapp, es, aber sie war nicht mehr da. Als sie es ist das es einzige Skurrile, was mal passiert ist: Mir ist einmal ein Vogel gegen die Windschutzscheibe ah. geflogen. Aber das Lustige war, der ist der, der ist so abgeprallt wie ein Gummiball und ist total weit weggeflogen ja, Wieder und, so und nachher ist er irgendwo am Boden gelegen. Ja, mehr weiß ich nicht, dann war ja. ich weg. Also, aber Na, mir, mir ist ein Kühlergrill vorne, gerade <laughs> gerade einradiert. Echt, der ist mit, der war, se, oh, der war komplett ähm, im Selbstzerstörungsmodus, <laughs> Der hat sich kamikazeartig durch richtig mit dem Kühlergrill ähm, <laughs> eingebaut. Der, der, der so <laughs> Sachen davon waren noch drin, ja. Also. Äh, ist da, aber ja. aber sowas, sowas, wenn sowas passiert, beschäftigt mir das mehr. Da bist du fast ein schlechteres Gewissen, wie wenn ich jetzt. Ich werde die mehr beschäftigen ist. als ihn noch natürlich, weil er ist sozusagen. <laughs> <ihn> beschäftigt <immer. lacht> Aber, aber ich, das ist so meine merkwürdige ja. Beziehung zu dir. Zu so ja. beschäftigt mich dann, weil ich mir denke, man, vor allem bei Kotz. Ja. Katz, irgendeiner Familie wird die arme mit Katz vermissen und so. Der so. Unterschied ist natürlich ja, in dem Fall bist du ja mit verantwortlich, du kannst jetzt auch nichts dafür, aber. Du hast halt was gemacht tatsächlich und bei einem Kalb, bei einem Rind, bei einem Schaf, bei einem Lämmchen tust du hast ja nichts, du isst es ja noch leicht. Äh, äh. Besiegst, ich mein, Aber dadurch, dass ich es äh, essen will, habe ich eigentlich im Vorhinein schon den Tod. Ähm, ich, du war, ja, stimmt, ich von mein, Tier. wenn Aber du darüber ja. nachdenkst, du warst, wenn du Fleisch essen willst, wird vermutlich ein Tier sterben müssen. Es ja. geht Momentan geht es nicht anders, ja. Es ist einfach also, so. Es, ist, es geht schon anders, aber es ist sehr kostenintensiv. Ja, ich meine Fleisch, Fleisch aus dem Labor, also ja. das ist noch ein anderes Thema. Ja, um, ja ist egal. Abgeschweift, ob, ob ob <laughs> abgeschwiffen. Abgeschwiffen. Um, Wo waren wir jetzt eigentlich? Jetzt sind wir bei... Eier ah, ja, wegen den Zahn. Ja, Gehen wir nochmal auf die ja, Zahn. Ja, stimmt. Rein, ja, genau, das ist eine gute Idee. <laughs> um, ja, also... Ich meine, ist jetzt so die interessante Frage, was dieses Implantat dann wirklich alles kann. Also es kann dann zum Beispiel sagen, wie salzhaltig der Essen war und so weiter, ob du theoretisch wahrscheinlich sogar denkbar, wie viel Alkohol du zu dir genommen hast, mhm. was du vielleicht für Promille wert mittlerweile hast, wenn das geht und so eine Geschichten. Also der Zahn sagt dann quasi, ob du heil halt gesund oder schlecht gelebt hast. Mhm. Ja, also ist jetzt einfach eine neue Möglichkeit, a variable in dein Zaun zu machen. Ja, genau, ja. ja. Ähm, Gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, zu, um zu schauen, ob, ob man was gescheites gegessen hat oder nicht. Ähm, mit den ganzen äh, Apps, wo man Klar. Also mitloggt, was man was man so gegessen hat, wo alle, ja. quasi alle weltweit verfügbaren Produkte fast drinnen ja. sind, die man dann einfach auswählt, kriegt, kriegt man ja dann zum Ergebnis so viel Fett, so viel Kalorien, so viel Kohlenhydrate, so viel ich mein Zucker, so viel Salz im Normalfall sage ich mal, wenn du jetzt nicht Fertigprodukte kaufst, ist Problem sein immer diese Fertigprodukte, weil da warst weißt du einfach nicht, was drinnen ist. Ja, das aber stimmt. wenn du normal jetzt sagen wir mal selber kochst, dann solltest du jetzt zumindest halbwegs wissen, was gegessen hast. Genau, dann Und hast du eh so... ich meine klar, alles auf, ist ich immer auch. schwierig. Ich mein, ja. Wie schon gesagt, wenn du jetzt, weiß, keine Ahnung, wenn jemand eine Gewürzmischung verwendet, ist ja auch schon wieder so eine Sache, wo nicht weiß. Wie viel Salz zum Beispiel drin ja, ist. Ja, eher also das aber ja. genau. Ähm, aber eine coole Idee, das mit dem Zaun. Also, noch ein Connected mit Bluetooth. <laughs> das ist dann der ultimative Witz. Noch. Das ist noch ultimative Witz ja. Vor allem, den werden noch einen Zahnarzt bringen, wenn er das einsetzt. Ich habe so, so, hab so, so eine gesunde Abneigung gegenüber Zahnärzten. glaube ich. Aber ich glaube, wenn du das nicht hast, bist du krank. Ja, ja also, es, es gibt sicher. Solche Masochisten Also, ich sag sogar mal Zahnarzt selber: Wer gerne zum Zahnarzt geht, der muss einen Vogel haben. Ja, okay. Das, also das, ne, das klingt nach einer vernünftigen Aussage. Das, das kann keinen Spaß machen. Ich meine, ihr fährt jemand im Mund um. Das ist, ja. Ähm, yeah. Ja, okay. 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 Hm. Kennst du den schlechtesten und wahrscheinlich gleichzeitig den besten Zahnarztwitz dazu? <laughs> Von was lebt ein Zahnarzt? Von der Hand im Mund. <lacht> <lacht> Der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Okay. <laughs> gut, gehen wir weiter ähm, an das Thema, wo man vielleicht eher krantig wird als traurig, ängstlich, wenn man IKEA-Sessel zusammenschrauben muss. Ach, ja. Generell, ich meine, Möbel zusammenschrauben, die du selber kaufst und dann zusammenschrauben. Die Anleitungen sind für einen Arsch. Also, ich weiß nicht, wer die schreibt. Ja, das also, haben wir bei ein paar Sachen auch schon gedacht. Also, ich, ich, ich habe hab viel IKEA-Sachen zusammengebaut oder generell so Möbel zusammengebaut. Es hat meistens ganz gut funktioniert. Bis ich einmal angefangen habe, die, die Kleiderschränke von IKEA Zum also, zu sie, bauen, den Zimbabwe, da bin ich leider fast dran verzweifelt. Also, ich, weiß, ich habe das große Problem damit, dass diese Pläne nicht so gemacht sind, dass sie die Materialien, was in der Scharfsverbockungen drin sein, dass ich de-identifizieren kann, ja. weil da gibt Schraube A B C D, die schauen alle nicht so aus wie da drauf. <laughs> Wollen man denken? Super, genial. Wer zeichnet den Schas? Ja. Ähm, Aber das ist ja jetzt hinfällig. Ja, weil jetzt es, bauen die Roboter Es Jetzt bauen Roboter keinen Stuhl zusammenbauen und dann mal einen Stuhl von Ikea. Aber sie kennen es immerhin. Also das sind diese, sind das Kuka? Nein, das sind keine Kuka-Roboter. KUKA sind die Orangen normal, die sind so die bekanntesten. Ach so. Ja, aber das, sind einfach, das sind diese klassischen Greifarme einfach, auch so ein genau, Arm ja. Und der kann Ikea-Sessel zusammenbauen. Nicht schlecht, also vielleicht in fünf Jahren. Liefert der Ikea mit deinem Produkt an so Roboter und dann holen sie ihn wieder. Ja, zwei Roboter. Stehen Weil dran. bei der Ikea-Anleitung steht meistens dabei, zwei Personen. Ja, das ist das Nächste, wo ich mir denke... Da hat Ikea noch gar nicht mitgedacht, weil es gibt mittlerweile immer mehr Single-Haushalte. Ja, also, das Ikea müsste mal langsam umdenken. Aber, aber. Single-Haushalte haben ja ähm, Freunde, die helfen können. Wer sagt das? das ah, ich ja, ich, ich finde das immer so als, das sei so Grundannahme, wo jeder sagt, ja, es kennt ja eh jeder an. Stimmt, ja. Ja, aber sogar ich als, als, als kompletter, äh, also kompletter Soziopath, wie ich jetzt Als sagen, kompletter Mof. Aber als kompletter ähm, Misanthrop, äh. ich ja Menschen, die mir helfen würden. Also, ja. ich kenne Menschen, ob die mir helfen würden, das ist, das ist wieder Also, ich glaube, ja. wenn du jemand sagst, hey, hilf mir ein Ikea-Regal zusammenzubauen, sagt dann, jeder normale dann, Mensch, nein. Dann, dann sind es ja gleich alle dahin, stimmt ja wieder. Dann, dann kommt wieder das, boah, ich habe morgen leider einen Zahnarzt. <lacht> <lacht> ja. Also, das, damit man die schlechten Witze fortsetzt. Ähm, gut, dann habe ich noch was. Ähm, jetzt haben wir sozusagen die Szene gehabt. Jetzt haben wir. Oh je. Jetzt ich haben wir die eine golden, goldene Brücke, oder? Ja, genau, das ist eher die rostige Brücke. Um, ja. Sozusagen eine Wanduhr, was, wenn du noch nicht ADHS hast, danach hast du garantiert. Also sozusagen die Uhr, was dringend Ritalin braucht. Mhm. Also, es ist eine Uhr, die quasi als Display, die ist einfach ein Display und du kannst da Sachen anzeigen lassen, zum Beispiel. Uh, welche Termine du hast, was für Wetter ist, wenn dein Uber da ist, blinkt sie ganz komisch. Uh, a, Smart a Smart Clock. Smart Clock für die Wand. Also, falls, jemand, falls es jemand haben, noch nicht bunt genug ist oder zu wenig die Notifications kämen, dann bitte diese Uhr unbedingt kaufen. Ja, also ich schaue gerade drüber, also die, die Uhr blinkt und macht Schrift. Also, also sie, wie ich gesagt, sie ist richtig. Ähm, ich meine, sie ist nicht Wenn schierig. jemand anruft. Sie schaut nicht schier aus. Ich denke mal, die Uhr bringt die wahrscheinlich garantiert zum Durchdrehen. Ja. Also die, die Uhr, wenn sie wenn sie so positionierst, dass sie immer sich dann wäre es irgendwann so weit sein, dass sie wahrscheinlich wie ein Frisbee beim Fenster raus Ja, das. Oh Gott, das, <laughs> ich, ich, also ich schau gerade das Video an. Mir <laughs> würde das noch fertig machen. Also. Ich finde die Idee, im Prinzip, finde ich ja eigentlich ganz gut. Ja, aber es ist halt noch, noch, noch so ein ne, Ding, was ne, sie ablenkt. Warum kann das nicht dezenter benachrichtigen? Ich ja. finde das so, äh, die Idee ist super, also die Idee, weil eine Wanduhr, ja, die ist eh schon da. Ja. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Einstellmöglichkeiten sind, weil ich habe einfach keine. Ja. Also ich kann es jetzt nicht sagen, ich meine, es ist interessant, aber ich glaube, sie macht die fertig, die Uhr. Ja, und vor allem für mich ist das halt wieder so ein Ding, das ist halt wieder so, es, es blinkt und, und piepst dir ja sowieso alles. Bei mir piepst das Handy, wir haben ja schon mal geredet, ja. wir, wir schalten es eh teilweise mal auf im Nicht-Stören- oder im modus Ja, ja, es geht eh nicht anders. Äh, weil dann biebst dann die Uhr, weil, weil die Uhr ist auch mit dem Handy gekoppelt. Ja, ja, das ähm, habe ich nicht so. Piepst, 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 da ja. wieder Nachricht, da wieder E-Mail. Äh, bei bei die E-Mails, was ich eigentlich so täglich kriege, äh, Serverstatus und so weiter und so fort oder Kundenanfragen <laughs> oder, oder irgendeine Newsletter oder sowas, die, die Uhr würde ich gar nicht mehr aufhören. Mir wird das auch fertig machen. Also noch noch so ein Ding, was, was die äh, so unter Stress, ja, also Benachrichtigung sowieso, sind für mich eh schon so ein Stressfaktor. <laughs> und dann noch so eine Uhr dazu. Ja, aber wie schon gesagt, wenn man drauf steht, perfekt. Ja, ja, ja vielleicht gibt es ja da den einen oder anderen. Hörer oder Hörerin, die auf sowas steht. Wird sicher. Also, ich, wie gesagt, manche, für manche ist das sicher super. Ja, reden wir in zwei Jahren weiter, wahrscheinlich habe ich noch einen Scheißer haben. Das ist so ein lustiger Satz. Ich habe da mal mit einem Kolleg darüber diskutiert, da haben wir über Smartwatches diskutiert. <laughs> Und ähm, er hat gesagt, sowas wird er nie haben. Ich habe gesagt, ich getraue mich fast zu wetten mit dir, dass in zwei, drei Jahren eine hast. Es war so, er hat eine gehabt. Ja. Also... Es ist, ich meine, komischerweise, ich hab's nicht. Also, aber ja, für, haben wir haben eh schon mal geredet. Es ist da, ich finde jetzt keinen kein Einsatzzweck. Ja. Also, wenn kein Sport machst kannst du es vergessen. Die Uhr ist übrigens vergessen. Ja, eigentlich nicht. Ich teuer, 199 Dollar für das. Hat's. Nein, ich nicht. Bedenk halt, du musst sie halt immer wieder aufladen. Ja, also ah. das ist, das heißt, weil du willst sie auf die Wand. Ich meine, klar, du kannst ja Kabel ah. schon hinführen. Ach ja, oh Gott, wie mein, funktioniert das dann? Ja, da ist ja Akku drin einfach. Das heißt, die Wanduhr muss man immer ja, wieder laufen. Ich mein, außer du führst ein Kabel halt hin und lass es dauernd hängen. Ja. Na, das ist okay. Nein, das ist schon, das ist, das ist, ja. Gut, Reden wir zwei Jahre weiter. In zwei Jahren, okay. Vielleicht habe ich sowas dann dann noch. Vielleicht ist das noch ein Aufbau. verpflichtend bei jedem Bürojob, gratis dabei. Ja. Ähm. Okay, und nachdem weil wir gerade von Objektiven davor geredet haben, es gibt es jetzt auch sozusagen fürs Filmmachen, gibt es jetzt sozusagen ein Anamorphic objektiv sozusagen fürs Smartphone. Um sozusagen diesen Cinema-Effekt hinzukriegen. Ja, was ist das Cinema-Effekt? Ah, oh. Ich glaube, man, man soll sich einfach man soll sich in den Link noch anschauen, weil es ist. Glaube ich, schwer zu beschreiben. Ja, es ist schwierig zu beschreiben. Also, ja, es okay, ist auch ja. dieser, diese klassischen Hollywood-Aufnahmen-Sachen halt, nennen wir es einmal so. Ja, ja, braucht man dafür eigenes Subjektiv. Es geht mit den, es, wie schon gesagt, ich weiß es nicht, anscheinend, das... Ich mein, das ist jetzt sagt, das wieder Kickstarter-Kampagne ja. ähm, die ist extrem gut gelaufen. Also, ja, sie haben es ähm, sehr. Sehr, sehr überfinanziert. 50.000 Dollar hätten sie ja. gebraucht. 1,5 Millionen oder ja. 1,6 Millionen sind es waren. Ja. Also ich meine, ist nicht schlecht. Also ich meine, ich bin einmal gespannt, ob das das Ding kann. Also wenn es das wirklich kann, was die da versprechen, dann ist das, ähm, ist das schon richtig geil. Ja, aber aber, aber was, was verkaufen die da jetzt? Oder? Im Endeffekt, ding, 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 es geht... Das es, nein, ist es geht es um den Aussatz. Es, es, es geht um den Aussatz für die Linse. Allerdings brauchst du natürlich ein eigenes Case, damit es zubeschrauben kannst. Ja. Ähm, geht aber glaube ich für relativ viele Telefone. Also geht fürs iPhone 10, geht es fürs Pixel und für Samsung glaube ich es auch oder was passiert? Also ist man aber schon wieder relativ beschränkt, oder? Also wenn man Cones von den genannten Handys hat, es, dann Ich glaube, du solltest schon vorher schauen, ob es für dein Gerät eine Hülle gibt. Ja. Ich meine, ich vermute es einmal aufgrund dessen, dass das eine relativ vermutlich neue Firma ist, wird es halt einfach nur für die gängigsten Geräte geben. Mhm. Auch wahrscheinlich, wo die dementsprechende Kamera natürlich eingebaut ist, weil du wärst ja gewisse Grundvoraussetzungen einfach mit, wer das Handy einfach liefern müssen. Ja. Aber so die, also diese Premium-Geräte seien dabei. Ja, muss man sich einmal anschauen. Also, also ich, ich weiß nicht, also ich habe es einmal ich hab mal überlegt, ob ich mitmachen soll. Hab mir dann gedacht, ne ich warte lieber einmal, bis ich wirklich irgendwas gesehen an was das dann wirklich kann. Ja. Würde ich auch so einmal abwarten, vielleicht. Ob das jetzt nur heiße Luft ist oder ob das wirklich was. Ob das dann was kann, das ist nämlich. Ähm, ja, Kickstarter muss halt. Ist ja nicht mit Vorsicht zu genießen, aber was ich glaube, was wahrscheinlich schwerer zu wählen, das Ding ja schon glaube ich, wann werden sie das ausliefern? Der Juni oder Juli oder das, sie sehen. werden es im Juni ausliefern. Also, das halte ich für sehr optimistisch. Ja. Also, weil gerade bei Kickstarter ist meistens so, ähm, mehr. Also, ich habe glaube ich gewisse Sachen bei Kickstarter noch unterstützt. Ich glaube, ich hätte letztes Jahr kriegen sollen, ich habe sie noch immer nicht. Yeah. Und das war letztes Jahr schon mit einem halben Jahr Verzögerung. Also okay, das yeah. Kickstarter ist noch wie so eine schöne Weihnachtsüberraschung. Auf einmal ist da. Auf einmal denkst du, das habe ich da bestellt? Yeah. Nein, ist da. Mm. Das ist halt der Witz dran. Weiter geht's, oder? Jetzt mit Spaß. Oh uh, Spaß. Spaß, Piks. Ja, ähm, bei mir ist es so halb <laughs> so politisch. <heulpolitisch. lacht> Okay. Ja, der Basti, unser, Bundes, unser Bundesbasti kurz, ah, der Herr Bundeskanzler, natürlich, war in Vorarlberg und beim Markus Wallner, beim Landesrat von Vorarlberg, und die haben sich getroffen in einer, ja, in, einer, in einem Beißen, in einer so richtig schönen Bauernstube. Ja. Und am ähm, Foto auf der Rückseite war original irgendein äh, Foto von einer Frau, die einen ja, einen Dübel geracht hat, also ein Joint. Und das war der ÖVP wahrscheinlich ein bisschen zu, zu progressiv. Nennen wir es für die ÖVP zu progressiv. Für die o ÖVP zu progressiv, dass er äh, Stunt Bede, das, äh, das, das Bild des Fotografen oder des Pressebetreuers da editiert haben und das, das Foto im Hintergrund herausretuschiert haben und äh, ersetzt haben durch eine Landschaftsaufnahme. Ich meine, das Gute es ist durch Twitter sehr gut durchgegangen. Also er seiner ist. Auch, ist es ist noch alles rein retuschiert, ja. war, was Also was, auf das wollte ich gerade hinkommen. Was passiert, wenn sowas aufwirkt? Ja. Ähm, die Leute im Internet machen sich halt große Spaß ja, aus. Natürlich, und, und, und. retuschieren alles rein. Und dann sind, das sind richtig, richtig schöne Bilder waren Also man hat mehrfach re retuschiert und ich glaube, ein Bild ist noch im Hintergrund eher auf Herr Hitler Art zu sehen, glaube ich, gewesen und so weiter und so fort. Also, ja, also. Also, ich finde das ganz gut mit Schüssel und Heider im Porsche. Das Na ja, ist das, genau, das Schüssel-Heider-Porsche-Bild haben sie, haben sie eine retuschiert. Das, das, ist, das ist schon sehr gut. Einmal in Sebastian Kurz selber, ähm, dann in Viktor Orban. Haben sie einmal das Bild selber eine retuschiert? Also, ich, ich hätte das gemacht. Das aktuelle Bild rein retuschiert ins Hintergrundbild. Das ist da gemacht. Ah, das ist auch Das, da ist, das ist alles schon da. Also, also so wie bei Wars, ja, ja, genau. wo sie vorspulen ja. und dann genau, genau in der Szene sind. Genau die Szene anschauen, der Szene, in der sie so kurz sind. Also, das ist auch nicht schlecht, wo sie im Hintergrund das Bild retuschiert haben und ihnen ein Joint in die Hand rein retuschiert, ist natürlich auch super. <laughs> ähm, ja, also sehr, 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 also sehr. Also, seine Folter schon, ja, wie schon gesagt, Internet ist für das prädestiniert. Ähm, yeah. wollen wir halt auch denke, ich meine, kann man ich, mein, ich finde das so lächerlich kann man nicht einfach das bild so lassen wie es ist ich ja, kann, vor, ich, da, kann vor, ich da nicht vor, drüber vor, stehen vor, vor allem ähm, ich, ich weiß jetzt den Ursch, ich kenne jetzt eigentlich den ursprung des bildes jetzt so nicht ich habe es jetzt interessiert, aber das ist, ein, das ist ja das altes bild von einer vor frau allem, der schaut jetzt es ist jetzt so das ist ein asiatin das ist was. genau asiatin da, oder sowas äh, Wahrscheinlich wahrscheinlich noch so urvolk vielleicht was ja. wirklich das normal für die ist das was ganz was normales ja und ähm, wo ich mir denke, da sieht man mal, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt die ÖVP von Radlberg war, die das retuschiert hat, oder ob das die Bundes-ÖVP war, weiß ich jetzt Irgendwer hat es halt äh, gemacht, aber die, denk, die ÖVP von hat, glaube ich, da die, die Verantwortung äh, dafür übernommen. Wo ich mir denke, hey, kann man nicht, äh, muss man wirklich alles bis ins letzte Detail kontrollieren. Ja, aber das, das, ja. das passt halt zum, ja. zum glatten Aal-Image ja. von Sebastian Kurz. Ja, muss halt ich mein, alles perfekt inszeniert sein. Und so es ist halt ein Störfaktor. Und, Störfaktor, und, und, und. ich meine, in deinem Bild siege ich zwei andere Störfaktoren. Ja. Das, <laughs> ähm, das ist natürlich. Ich meine natürlich in Salzstreuer und im Pfefferstreuer. Achso, <laughs> natürlich, klar. Also was wie nennst du den Herrn Bundeskanzler und den Herrn Landeshauptmann? Nein, nein. Achso, du meinst wirklich Salzstreuer? Ja, ich meine, so das ist ah, Salz und Pfefferstreuer. Okay. Die sind natürlich störend. Ja, 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 aber da stören mir doch noch ein paar andere. Also, Sachen, und wie gesagt und nach nachher Wein trinken ist ja auch eigentlich sehr kein ja. gutes Vorbild, oder? Ja, wohl Wein trinken, das ist ja die, die Bildungsbürger, die trinken ja wohl einen guten Ach so, Wein. So die intellektuelle so, Elite. Also. <laughs> du musst schon ja noch getrunken ja. werden, ja. Das ist ähm, lustig, dass das Bild ähm, immer noch so auf, 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 auf Facebook, also der Herr Landeshauptmann hat es auch noch so drin gelassen. Ja, gut, was will er? Ich mein, was will ich jetzt tun? Jetzt ist es eh schon draußen. Yeah. Immer ich mein, vor allem nett, dass sie so ein Bild mit der Baschafele entnommen haben. Und ja, ja, so Almlunch. Das also ist so, so richtig die Bergbauern-Idylle. Ja. Wo, wo, wo die Bade extrem viel damit zu tun haben. Genau. Wo also, Gott, Vorder, <laughs> Gelschädel, Sebastian Kurz und. Nein, ich, ich darf sowas nicht sagen. Damit, <laughs> Hast du mir nicht, glaube ich, bei Telegram geschrieben, wir sollen ein bisschen weniger ein bisschen Politik. Ein weniger Politik, ja. Ist, ist uns neu geworden. <laughs> Ich, ja, mir aber ich, ich, ich kann mich über den einfach nur echauffieren. Ich, ich, kann, ich, 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 ich verstehe es nicht, dass... Ja, aber ich verstehe ich, so ich viel mein, nicht in der Welt. Also. Das verstehe ich, auch nicht, dass denn wirklich jemand zum Bundeskanzler wird. Die Jugend wird. steht auf den. Das ist die ich Jugend mein, da, und, da, und die, und die da, da alten man, Mütterchen. Das sieht man mal. Ich meine, das, ja, das, das ist ja soziologisch nichts Neues, sozusagen. Die die Jugendlichen werden, sind immer so ein Spiegelbild, wie die Gesellschaft oder die Welt derzeit darstellt. Die Welt ist total unsicher für viele. Es ist verwirrt, sie ist komplex und jeder strebt nach dieser Sicherheit. Habe ich später noch mal lesen. Okay, passt, ich überhaupt? <laughs> <laughs> Dann wird es nochmal kurz politischer. Also okay, Ich, ich, ich gehe mal zu etwas Lustigem. und zwar Nissan hat ähm, sozusagen um seiner. Fortschrittlichkeit beim Auto zu demonstrieren, in Japan oder irgendwo in Asien halt wieder, haben sie sozusagen selbst parkende Pantoffel gemacht. Das heißt, die Pantoffel, du gehst mit dir irgendwo hin, lass es sie stehen und dann parken sie automatisch da ein, wo sie hinkehren. Also, das heißt, um die. Den also, Pantoffel. Pantoffel. Ich, also, wirklich ich, denke, ich denke die ganze Zeit auf Kartoffeln. Nein, nein, also, es macht keinen Sinn, eine Kartoffel. War aber super, würde mir gefallen. Also. Nein, macht keinen Sinn, aber Pantoffel macht also jetzt auch keinen Also, die haben wirklich Sinn. so Ding dass man sieht, aha, so funktioniert das. Ja. Also, das äh, finde ich ja, ist super, ist super gut gemacht. Also, also das, Video, das Video ist sehr gut cool gemacht. Ja. Also also vor allem, wie die Pantoffeln dann da wirklich selber umfahren, ist super. Also, das ist ähm ja, ihr habt es richtig gehört. Pantoffeln, ja, ja, Bandoffeln, Haus, ja, Hausbotschen, Hausbotschen, wenn man da in der Gegend um genau. Und parken sich. Parken sich wieder dahin, wo sie hinkommen. Auch mit Böllsteck, glaube ich, haben sie das auch gemacht, da mit yeah. den T-Shirts. Das stellt sich alles wieder richtig hin. Und das ist das, wie sie halt das zeigen wollen, wie das in Zukunft halt Autos also haben. Also in fünf bis zehn Jahren. Das gibt es ja, ja, also, ja schon. Ja, aber in fünf Jahren haben wir das dann. Ja, jetzt ist wir, haben das, haben wir, haben das, haben wir das, langweilig. Aha, das ist jetzt eigentlich das Auto-Parking. Also es heißt sozusagen, um die Leute die Technik näher zu bringen und was total harmlosen, machst du halt mit Pantoffeln. Ja. Und ähm, jeder hat da Freude damit. Also, man, vor allem, es ist ja super umgesetzt, weil ich meine, jeder, der das Haus sieht, macht Fotos, stellt es auf Facebook, stellt es auf Instagram drauf. Ich meine, bessere Werbung kannst du okay. eh ja. haben. Also, also das ist öffentlich zugänglich. Ich glaube, da kann sein? ich da hingehen. Ah so, da bewegt sich alles. Jetzt ja. sieht man es Video. Die Fernbedienung ja. ist wirklich ein Hotel oder eine Pension oder irgendwas ja. Also das ist komplett ausgestattet einfach. <laughs> Also, ja, geiler Scheiß. Also ja. das, ist, das ist richtig gut umgesetzt. Das ist Japan, oder? Japan, ja, Nissan, Kimbas Japan, wenn ich mich nicht ganz teuf... Ah Ja, Nissan ist, ja stimmt, ja. Nissan ist Japanisch, okay. Ja. Ja. Ich meine, ja, stimmt, ist... Nissan ist mittlerweile, es ist Renault Nissan, es ist ja kein Asian Zom. Ah, okay. Das soll ja noch enger zusammen wachsen also. Ja, aber gut, wahrscheinlich für die für die Forschung und Entwicklung ist, das überlassen sie eher nicht den Franzosen, sondern den Japanern, weil das, die können es. Das war das Was weiß ich gar nicht. So, Franzosen, ja. Naja, also die waren bei der Elektronik ja schon immer recht weit vorne bei der Autos. Das heißt, sie hat früher nie funktioniert. Das funktioniert, das ja, war das Problem. Weil ja. Keyless Go hat ja Renault schon brutal lang gehabt. Ja. Also da haben sie die anderen, aber es hat halt einfach nicht gut funktioniert. Ja, ja generell so ja. elektrische ja. Steuerungen, ja. so elektrische Fensterheber ja. und so eine Sachen, ja. die, die jetzt eigentlich selbstverständlich ja. sind, damit haben die ja, ja angefangen. Ja hat aber nie funktioniert. Richtig, ja. Ich mein, und die, die Asiaten, Mazdan dann zum Beispiel, äh, haben das auch früh drin ja. gehabt. Da hat's auch. <laughs> ja, Franzosen sind halt ein bisschen, ja, bei den Schatz wird schon gehen. Ja. Irgendwo wird schon gerade. <laughs> Klar, es geht ja halb so. Du sitzt es gemütlich drin, das ist wichtig. Und also. das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Ähm, Funktionieren muss es ja nicht. Ja, und nachher noch was, ähm, was Lustiges zum Thema IoT. Es ist ein Casino übers Aquarium gekackt worden. Ja. Äh, das ist auch mal an mir vorübergegangen. Das, das ist auch so ein bisschen merkwürdiger. Oder, was heißt nicht merkwürdig? Ja, eigentlich ja. Es ist total klar. Ich meine, es, es wird passieren. Klar, ja. Du hast. Ähm, Haben wir schon öfter ja. gehabt, dass das Thema, die, die ganzen IoT-Sachen, ja. Internet der Dinge, die. Sein elektronik die am Internet hängt und keine Sicherheitsupdates kriegt. Ja. Ja, ja. Also, das wird in Zukunft dieser. das werden halt Angriffsszenarien. Vor allem. Es ist ja das Witzige, wahrscheinlich hat das Casino ja nicht einmal daran gedacht, dass das passieren kann. Wahrscheinlich. Kann weil das, weil das, ist, das ist, glaube ich, was da in Artikel drin steht, komplett über einen Zentralserver von seinen klofen mhm. Diese Steuerung fürs Aquarium, damit hat der quasi Zugang zu allen gehabt. Ja, wenn ich zu, wenn Zugang zum, zu dem Aquarium kriegst, dann kannst du kann wahrscheinlich, wenn es nicht gescheit abgesichert ist, auch auf den Zentralserver dann wieder zugreifen. Ja. 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 Ja, interessant. Ja, lässt es durch. Das ist eine interessante Geschichte. ja. <laughs> also, es ist vor allem, es ist sehr unterhaltsam. Irgendwie. Ja. ja, es ist zum Lachen und zum Weinen gleichzeitig. Es ist wieder so eine Sache, wo man, wo man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Ja. <laughs> also, das ist fast wie Politik. Ja. <laughs> Damit wir Überleitung haben. Damit wir Überleitung haben. Sehen wir jetzt schon. Ja, ja, also Okay, die letzte halbe Stunde sind wir jetzt flott gewesen. Echt? Wie brav waren wir denn? Bis jetzt 1,40 naja, zwei Stunden schaffen wir. Schaffen wir das noch? Ja, natürlich. Das würde mich ja wundern, wenn wir es nicht schaffen würden. Also für alle, die, die gehofft haben, dass es endlich eineinhalb Stunden da ja. warten, ihr müsst enttäuscht. eigentlich enttäuschen. Ähm, jetzt wird es mal kurz politisch <laughs> und dann wir können wir noch ein paar lustige Sachen. Ähm, nein, ich habe ich hab, ich hab nachdem ich mal vor, vor einigen Wochen bei uns auf so einem, wie sagt man da, auf so eine Region, auf einer regionalen Veranstaltung war, also dem Dorffest, nein, Dorffest im D&C nicht, aber es war der Bauernball, ich finde sowas, auch, ich habe ja kein Problem damit, ich finde sowas, auch, auch wenn es sich jetzt ein bisschen blatt anhört, aber es ist ja ganz nett, weil da trifft man oft Leute, die man sonst nie sieht, ich finde das ganz nett. Obwohl ja. <laughs> Obwohl ich eigentlich ein Misanthrop bin, aber ja, trotzdem, man, 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 manchmal, manchmal brauche ich also, auch ein bisschen Gesellschaft von Menschen. Diese Bauern, die sind mir zu hart, ich schaffe das nicht. Das also, sind ja nicht nur Bauern. Nein, nicht, ich schaffe das einfach, da ist zu viel, das ist, das, ist, das ist, als ob du einen Wolf nach New York wirfst, das schaffe ich nicht, das ist mir zu, da ist zu viel Musik. Also das da, da, generell da, da, zu viel das, das, los. das ist mir einfach, das ist mir zu viel, vor allem zu viel Menschen in Tracht. Das, 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 Ach, das wollte ich jetzt kennen, ja also was mir auf dem ball aufgefallen ist sehr viel die vor allem die jugend ja also jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt so geschaut habe diese so jungs und mädels in meinem alter die waren eigentlich so jetzt nicht so anders gekleidet als sonst richtig mir sind ja nicht so, so eine traditionalisten gewesen wo man halt so groß geworden sind oder nicht nicht so stark aber das bei der also und das ist jetzt, das ist etwas, was, was ich immer gedacht habe, das will ich nie sagen, aber <laughs> die Jugend heutzutage, äh, die war doch echt ähm, also nahezu äh, vollständig in tracht Ja, das so, ist halt... ähm, Lederhosen ja. und dirndl und, und dann habe ich gedacht, irgendwie, irgendwie merkwürdig, dass das, dass das ganze Trachten, Dings und Heimat, bla, dass das so, so richtig. Wirklich, wirklich greift und bei der Jugend Ja, ja, das ist. da habe ich noch ein bisschen recherchiert, weil ich wollte eigentlich noch selber einen so einen kleinen Blogbeitrag schreiben. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann haben wir gemerkt: Ah, cool Artikel. Da brauche ich eigentlich nicht selber einen Blogbeitrag schreiben, weil der Schweizer Soziologe erklärt das eigentlich eh besser als ich. ja Er ist der Soziologe. Irgendein Experte halt. Wer ist. Soziolo Soziologe, Soziologe ja. und Sozialarbeiter, ja. ja. Ähm, da da gibt es einen Soziologe ähm, Martin Hafen, es ist ein, ein Schweizer Artikel von einer Schweizer Nachrichtenseite. Und der ist so im Interview und ja. erzählt, erzählt ein bisschen über die Jugend und die Jugend ohne Rebellion. Ja. Und das, das ist ja eigentlich so eine Sache, was wir heutzutage haben, weil die Ju wenn ich jetzt halt so zurückgehe an, 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 an wo ich vor 15, 16, 17 Jahren war, was es da eigentlich für äh, große Diversität an, ja. an unterschiedlichen Jugendkulturen gegeben ja, ja, hat. Es hat dann auf der anderen Seite die Skater ja. gegeben, dann hat es die, die Metalheads ja. gegeben, dann hat es die, die ganzen Bunks gegeben, dann wieder die Goths. Ja. Äh, die, die Technotypen. Ja. Ich habe zu Korn nie wirklich dazu gekehrt, weil, weil. Voll musikalisch sehr breit, oh. breit gefährt bin. Also, ja, ja, auch ich ich alles. Okay, ja, das ist nachher. Alles außer Andreas Gablier und Schlager, aber. Ähm, und Schlager Bob wahrscheinlich. Ich, ja, ich war, ich war aber nie, ich habe hab mich <laughs> nie so richtig identifiziert mit der ja. Ich bin. Wo, was ja eigentlich noch ein auch wieder so ein so 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 Ding ist mit Konform gehen und Uniform yeah. gehen. Da gibt es ja eine sehr schöne South Park-Folge, wo sich die Non-Konformisten, ah, ja, ja, äh, ja, ja, ja. die, die Jugendgruppe, ja. die nirgend dabei sein ja. die Jugendlichen, die nirgend ja, ja, dabei genau. sein wollen, aber jeder hat sich anzupassen, ja. um bei den Non-Konformisten ja. zu sein, ähm, was in sich ja Widerspruch in sich ist. Und ich war das ja generell, ich, ich wollte eigentlich überall dabei sein, aber ich habe nie wirklich irgendwo eingepasst. Ja. Das ist ja egal. Aber jedenfalls. Der spricht ein bisschen über die Jugend ohne Rebellion, ja. weil die Jugend heutzutage, da gibt es nichts, die sind alle konform. Es, es, ja, es gibt ist, kaum ja. noch äh, äh, unterschiedliche Jugendkulturen. Es ist, es sind, er geht jetzt nicht so ganz auf, auf die Trachten und so weiter ein, aber für mich ist das, geht das so? Nein, es ist, ähm, es ist, das, das ist so, das ist so in mehrfacher Ort kommt man das teilweise so perfide vor. Das ist einfach, erstens einmal, die Mode springt drauf auf, dass das Trachten-Thema, ja. dass das extrem weit gepusht wird, weil das wird halt gut verkauft im Moment. Dann ist es natürlich auch, Jugend ist immer so ein Spiegelbild zur Gesellschaft äh, oder zur, zur Weltsituation, nennen wir es so, sie streben alle nach Sicherheit, weil halt alles rundherum unsicher erscheint. Es ist Ä ähm, erscheint. Ja. Es erscheint unsicher, ja, ist es ja, ja aber nicht. Richtig, ich meine, ähm, aber es wird halt der Eindruck einfach vermittelt. Ich meine, ist ja so mal wenn, wenn die Medien heutzutage die ganze Zeit von irgendeinem Terror und sprechen von einem alten Atomkrieg ich meine es ähm, ist ja in der österreichischen Politik so es wird ja getan als ob wir in der Terroristenhochburg schlecht ja, leben würden dabei gibt es hat noch nie so wenig Terroropfer in, in Europa geben es, wie, wie es, heutzutage aber wenn hin und wieder was es, passiert leider es aber es wird immer sein das kannst du, ich meine wie ich gesagt Terroranschläge kannst du leider nicht verhindern das ja aber man auch. muss halt denken das, zu Eta und IAA Hochzeiten ja, 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 sind, ich, sind in Europa ähm, die Woche Dutzende Menschen ja. getötet worden bei Terroranschlägen. E. Ja, jetzt hat es sich halt verlagert, jetzt geht es halt nicht mehr von IAA, ETA und so weiter ja. aus, aber es passiert halt auch deutlich weniger. Aber, Richtig. Ja. Ähm, aber na, das ist äh, sicher sehr interessant. Dadurch. Ja, also er geht da eher darauf ein, dass die Jugend heutzutage eben Sicherheit ja. sucht. Ähm, sie strebt da zur Perfektion, ja. also Schule, Job, gutes Gehalt, ja. sich absichern. Ähm, und die Jugend will sich halt deswegen eigentlich gar nicht mehr auflehnen gegen ja. die Erwachsenen, weil, weil sie jetzt einfach so einen geraden Blick haben, ihr Ziel im Auge und das wollen sie durchziehen und machen und fertig. Ja. Es, es wird jetzt nicht, trifft natürlich nicht, kann man nicht pauschal sagen ja. auf alle U-Jugendlichen. Es, es gibt ja zum Glück immer noch ein paar, äh, wenn auch sehr kleine, andere Jugendkulturen oder sowas, aber ja, also lässt es euch durch. Ich finde es auf alle Fälle interessant und, und er sagt halt ah, das wird nicht lang so bleiben. Ja. Also es kommt dann schon, wird schon wieder mal so ein bisschen eine rebellischere Jugend kommen. Ähm, in der Diskussion kommt es dann eh auf, ähm, ist das nicht das, was die Eltern eigentlich früher immer wollten, dass die Jugend nicht rebelliert und brav ist und, und sich eben nicht aufführt und der sagt ja es ist genau das was man eben früher gesagt hat früher äh. hat man auch geschimpft auf die, auf die Jugend die rebelliert äh. und demonstriert und so weiter und so fort und, und politisch aktiv ist Da so hat man immer gesagt ja, die sollen arbeiten gehen und so weiter und so fort und jetzt macht es die Jugend ja jetzt, jetzt es, ist genau jetzt das ist langweilig. eingetreten jetzt ist aber ähm, es wird sich schon wieder ändern mit Sicherheit also das ich, ich, ich finde das Trachten-Dings ja auch ein bisschen so, a, so a, ein ganz a kleines bisschen ist das für mich eine Rebellion, weil äh, die Jugend, also die Jugend, aber Jugendliche machen ja eigentlich immer das Gegenteil von den Eltern. Oder nicht immer, aber im Oft. Wenn die Eltern, äh, keine Ahnung, D-Musik gekauft haben, die Jugend gerade absichtlich Death Metal oder Black Metal. Einfach nur als Revolution. Jetzt als hoch stille die Eltern Revolution. Death Metal, jetzt muss schlagen. Ja. Die aktuelle <laughs> Elterngeneration ist eher, ja. Die, die mit Rockmusik so eine 80er, 90er Großwahlen sein mit, mit Rock, ja. Metal und so weiter und so fort und Bank teilweise ja. und die Jugend hocht quasi wieder das absolute Gegenteil nämlich Schlagermusik also vielleicht ist das sogar so eine ja, ja. so <laughs> kleine Rebellion die Eltern mit mit, mit zerrissenen Jeanshosen und Lederjacken und die Eltern die Kinder heute ja, mit, Anzug. mit Anzug und Tracht. also vielleicht ist das ja eh eine kleine Rebellion aber naja e der Artikel ist alles lesenswert. Ähm, und ja. Die Jugend heutzutage. <laughs> das war noch nicht politischer, noch ein, noch, ein, noch ein über. Ja, aber mach, machen wir noch als, als Weltpressefoto des Jahres. Ach weil so, das äh, gut, ist es nicht ganz so. <laughs> ja. Es ist, da kann man eh nicht viel dazu sagen. Ähm, das Weltpres äh. Die Weltpressefotos des Jahres 2017 sind gekürt ja. worden. Die Sieger stehen fest, wir verlinken. Ja. Nein, den Artikel, da kann man sich durch die Fotos durch. Es sind ein paar recht coole dabei. Ich glaube, das Weltpressefoto war ja das, wo ein brennender Mann genau. mit Atemschutz durch Venezuela Ja, redet. das war bei einer Demonstration ja. gegen den äh, Präsidenten von Venezuela. Ja. Ähm, wo einer der Demonstranten damit Gasmaske oder Schutzmaske. Ja durchs Bild läuft und brennt ähm, in, in, in die Kommentatoren in den Kommentaren zum Artikel sehr viel kritische Stimmen, warum man da ausgerechnet an brennenden Menschen kürt ja. ähm, Ästhetik kann ja nicht vor vor, vor ähm, ja mein, mein, die Ästhetik kann ja nicht vor äh, vor, vor Moral gehen, ja. weil es ist ja unmoralisch, dass man da an, an quasi sterbenden Menschen ablichtet ja. Weil der der ist ja kurz vorm Sterben gewesen der hat gerade ja. 30 Operationen oder so, es kriegt damit man okay. die Haut wieder herstellen kann. Okay. Aber trotzdem, ich finde, ich, ich bin der, ich bin da beinhart, ich, ich sage, Ästhetik geht bei den Fotos auf alle Fälle vor Moral. Es ist, ist, mir kommt es auf die Komposition vom Foto drauf an. Es ist, es ist immer so schwierig, ich meine, es ist ja auf der einen Seite, es ist passiert natürlich, es gibt Ä ja das, das ist ja Realität. Es ist eben Realität, also für, für mich hat ja. ein, ein, ein gutes Foto, ein, ein, für mich ist halt ein Foto dann nicht mehr gut, wenn es die Realität nicht mehr direkt abbildet. Ja, ja. Bei Pressefotos ist es ja aber auch immer das Problem, weil du weißt nie, was außerhalb des Bildausschnitts ist. Richtig, genau, ja. Da hat es ja eh schon des Öfteren Kritiken gegeben dazu, ja. Aber es sind, es sind ein paar echt sehr schöne Aufnahmen dabei von einer Schlachthalle, äh, äh, sich selbst beoffene Amerikaner, von, von Tieren, also Müllberge. Ja, es, sind, es, ist, ja, es sind schon ein paar, ein paar kritische Fotos. Also. Ja, ich meine, kritisch sein sie natürlich irgendwo. Meine, glaub, kritisch sind so alle irgendwie, ja. Also das ist halt immer das beim WordPress-Foto ist halt immer meistens was dabei, was halt auch Sachen ja. zeigt, die jetzt nicht unbedingt so sehen willst, natürlich. Ja, tote Kinder und so. ja Aber ja, ich finde die Fotos an sich aber also groß. Da ist wirklich also, sehr, sehr schön gemacht. Also die Bildausschnitte und also das, ich ich, ich, ich beneide da Fotografen die wirklich auch so ein Auge für Bildausschnitte oder, oder, oder für die für Akzente im Bild haben. Also ich, mir, mir, geht das, mir geht das stark ab. Ich glaube, das ist eine Übungssache auch. Es ist sicher, ich meine, du musst, musst schon, ich mein, ja, es ist Übung mit Können natürlich. Übung ist, können, Erfahrung, ja. Also es ist meine glücklichkeit wahrscheinlich auch einmal dazu. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, du, du musst ja gerade an der richtigen Stelle natürlich auch stehen. Ja. Also, das ist immer ein Riesenvorteil. Vorteil. Also Außer du hast eine Studiosituation, aber das hast du halt in der Natur eher selten. Das hast du in der Natur natürlich nicht. Nein, ein <laughs> Studium ist, ist natürlich komplett was anderes. Dann da, da ist dann wirklich nichts nachher Quasi nichts mehr den Zufall überlassen. Ja, ja da kannst, kannst du alles herrichten. Ja. Ähm, dann. Gut, dann gehe ich noch. Ähm, und zwar, ich habe einen Artikel, dem. Hat einfach, passt einfach gerade gut dazu ähm, zum Thema Facebook als Staat, also der Staat Facebook ist einfach ein klassischer Artikel, ähm, wo es darum geht sozusagen erst einmal, was ist bei Facebook jetzt einfach passiert und ähm, was was macht das Ding überhaupt oder kann man das vielleicht wie kann man das Problem vielleicht erlösen oder sonst irgendwas nicht mehr nutzen? Ja, ich sage wahrscheinlich kein Effektiver Ansatz, weil man Social Media gibt es ja einfach jetzt. Du kriegst es ja nicht mehr weg. Ja, es ist auch da. Ja. Es ist da. Ähm, es, ich mein, es hat ja seine Vorteile. Ja, das muss man ja sagen. Also, Social Media ist ja nicht nur schlecht. Aber ich meine, es hat halt. Äh, äh, ich habe halt so ein bis, bisschen das Gefühl, die Nachteile überwiegen, weil jetzt, weil man jetzt Menschen hört, die man früher nicht gehört hat <laughs> und. und und so, viele du, Menschen einfach scheiße reden. Ich mein, du mein, ja, das natürlich, ist, es gibt jetzt Leute natürlich auch schon die Möglichkeit, Meinung kundzutun, das ist klar. Ähm, aber da, wenn, sagen wir mal so, kann man da teilweise im Bildungsstand aber, aber, unserer Gesellschaft ablesen. Ja, früher war es halt angenehm. Ja. Früher haben sich die ganzen Verschwörungstheoretiker in irgendeinem komischen äh, Internetforum, ja, in, oder im Keller getroffen, ja. äh, Keller getroffen, ja, von mir aus auch, aber, aber in irgendeinem Internetforum von irgendeiner Seite. Ja. Die hat man einfach nicht an, nie, nie eingeben, ja. dann ist man da nie gelandet. Fertig. Genau, ja. Da Jetzt hat man sich nichts. Jetzt hat man halt die ganzen Verschwörungstheoretiker äh, oder, oder, oder Leute die sind mit Verschwörungstheorien ein bisschen anfreunden und die einfach irgendeine Beiträge liken und dann schwemmst du den direkt in deine Timeline rein. Ja, das, das ist natürlich ist da, da, klar, da, Also die 9-11-Verschwörungen, ähm, der Turm hätte nie einstürzen können, äh, bla bla bla. Uh, und so weiter und so fort, weil die, die flache Erde, ähm, ja die flache Erde, Anhänger, die Hohlerde-Anhänger, die Reptiloiden-Anhänger, die jüdische Weltverschwörung natürlich immer ganz groß und, und <laughs> die, das ist noch ein etwas, das hast du jetzt halt dank Facebook die ganze Zeit und die kann ich ja nicht einfach alle immer äh, ja natürlich ich kann alle die abonnieren bei, bei Facebook aber das dann kann man aber dann kann ich gleich wegkriegen von Facebook wenn ich von keinem was sehe also so also, ja ich meine, ab und dann reicht es ja schon, so, dass man so eine Tickel nicht mehr sehen will, dann sind sie eh ab und dann weg. Ja, eh, eh. Aber es ist halt schwierig. Man, ich, es ist jetzt so, dass mein Freundeskreis Großteils ja eh. Jetzt, relativ normal ist. Ja. Relativ normal würde ich jetzt in dem Fall nicht sagen, aber, aber dass ein, ein Teil eh davon in der Lage ist, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Das. Ich, ich sage aber halt es ist kaum genauso gut auch gescheite Leute auf so ein Blödsinn Nein, Es gibt genug Ärzte, die die, die Zuckerkügelchen verkaufen. Wieder, wieder besseren Wissens <laughs> zum Beispiel. Und es, deswegen es gibt es auch genug Ärzte, die an die Hohlerde Erde oder an die flache Erde glauben und den ganzen Blödsinn. Also, ja. also Verschwörungstheorien hin oder her, das hat jetzt nicht irgendwas mit, mit Intelligenz zu tun. Das Nein, ich nicht. Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Aber ja. äh, ich glaube einfach generell, ja, wahrscheinlich ist das ganze Medium einfach nur zu jung, Social Media damit jeder einen richtigen Umgang damit einfach checkt. Ja, vor allem den Umgang, ähm, das, das ist ja das nächste Thema. Ähm, du gehst ja auch nicht in der Kneipe eine und und, und, und schreist, also macht im Normalfall kein normaler Mensch Nein, ich nicht. und schreist zum Nachbar, die schon mal du trottel du bla 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 ja. du du wichser oder irgend, ja. also richtig beleidigt ja. werden, weil weil du irgendwas in der hast in der ja. Diskussion wo ja. Und Mit dem du nicht übereinstimmst. Bei Facebook passiert aber dann genau so was. Nämlich, Richtig, dass ja. man sich anpöbelt, anschreibt. Ja, weißt du, du bist in deiner gewohnten Atmosphäre, du bist daheim, du denkst, du bist privat automatisch. Das ja. ist halt das Und schreist war ja. trotzdem Unflätigkeiten ja, ja. raus. Gut, du schreist sie aber du, du, ja. du tippst sie nieder. Genau. Äh, das ist das. Das ist der Umgangston. Ja. Der, der, der Fall da. Ja. Also, also komplett, komplett entfremdet eigentlich. Komplett asozialer Umgangston. Das, ja, das ja, ist, das ist das etwas, ist, was mich so äh, stört das hat bei Online-Computerspielen angefangen. Da ist sozusagen, da ist die Streitkultur nicht sonderlich ausgeprägt. Das hat, das hat schon in Foren und so ja, weiter angefangen. Ich, ich kann mich noch erinnern, als, als ihr Mitglied in der merkwürdigen Partei da war, wir die haben die kassen die, die mit die Schiffe durch die Seen... Die Piratenpartei. Ja, genau. Ähm, <laughs> da ist es, das Hauptkommunikationsmittel Haupt war ja damals, ja, eigentlich ein großes Forum, wo ja. über die Themen diskutiert worden ist. Da, da, da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich Irgendwo unter Menschen, unter schlauen Menschen. Ja. Ähm, wir haben Ideen, wir wollen die ja. umsetzen und nachher war der Umgangston dermaßen. Äh, ja. Äh, unhöflich. Unhöflich ist es noch höflich ausgedrückt. Also. Der Klassiker. Das ist der Klassiker, ja. Also und, und bei Facebook und bei den ganzen Social Media Sachen, ja, ist das jetzt auf einem noch einen höheren Level. Also, es ist. Man, man braucht ja nur einen Artikel. Ein Artikel zu irgend, irgendwas mit Ausländer ist ja wurscht. Irgendwas mit Ausländer. Drunter, drunter wird meiner Hand schlimmsten Kommentare überhaupt lesen. Und jetzt war eh wieder Artikel von das war im Standard von einer Österreicherin, die halt zufällig halt die Eigenschaft hat, dass sie eine dunkle Hautfarbe hat. Ah, ist meinst, halt ja, so. Ja 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 genau ja. Ähm, und wo ist der SPÖ-Mitglied oder sowas? Oder Irgend, ja, Grünern. ja, bei der SPÖ oder Partei Grüne, ja. ähm, Und dann ist ein Artikel über sie gekommen oder irgendwas ist berichtet und bla bla bla. Und angefangen hat es dann mit ja, Kommentaren und das hat sich dann immer weiter aufgeschaukelt, wie soll zurückgehen nach Afrika äh, der Affe, bla 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 äh, das bla bla. Ist, das, ist, das ist ja leider so das Phänomen, ähm, es fängt mit einem ganz normalen Kommentar an drei Kommentare später endet es wirklich damit, ich zünde dein Haus an. Das das endet immer gleich. Es, es, es fängt mit einem von mir aus halbwegs neutralen oder vielleicht nicht ganz wertenden Kommentar an und, ja. und, da, und, und ein paar Minuten später brennt der Laden. Ja, ja es ist, ähm, na, vor allem es geht ja dann teilweise nicht mehr um die Sache, dann kannst du ja teilweise beobachten, wie sich einzelne Mitglieder gegenseitig beleidigen, wenn wir anfangen. Das ist dann auch sehr interessant, wie der Gesprächsverlauf normalerweise ist. Ja. Yeah. Also es ist, ähm, es also denkst du teilweise, das kann es ja nicht sein. Ja, also das, 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 ja. Fluch und Segen zugleich, das haben wir glaube ich schon einmal gehabt. Yeah. Also. Aber wie schon gesagt, ich wollte nur verlinken, weil ich finde er ist recht gut, er ist sehr gut geschrieben ähm, und er, ich gesagt, also er behandelt die Thematik sehr interessant. Ja. Yeah. Ähm, und dann habe ich noch gesagt, klassische Lese, also jetzt habe wirklich eine Leseempfehlung. Ähm, der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens ist mhm. ein klassisches Buch. Klassisches Buch? Ist ein klassisches Buch. Ich habe es als Hörbuch gehört, weil ich es mir genau davon mal habe, aber ähm, ist wahrscheinlich so ein zu empfehlen. Worum geht's genau? Um, es, nett aus. Es, ist, äh, es ist recht interessant es geht eigentlich darum sozusagen dass da drin ein paar Junge vor sozusagen den lernstuhl in Kindesalter kennen und ähm, irgendwann fängt er halt an in Sensenmann zu sehen und das lustige ist eigentlich das äh, ich meine ich weiß jetzt wahrscheinlich ich weiß jetzt nicht ob ich jetzt Spoiler wenn ich jetzt sage was passiert sagen wir mal so er sieht einfach in Sensenmann mhm. also wie gesagt er fängt an halt zu sehen und er sieht ihn immer öfters Okay. Also ist recht ist recht amüsant geschrieben, also kann ich empfehlen. Herzlichen sich gehört, ja. Und dann haben wir, haben wir noch, noch was. Ja, du äh, hast noch was. Ich habe noch was? Ja, du hast noch was. Hast du mal noch was? Nein, das versucht? hast du einige dann, das habe ich nicht einmal ich gemacht. Ah ja, klassische echt, äh, wieder Kickstarter-Kampagne. Ja. <laughs> ähm, äh, Kickstarter-Kampagne zum Spiel Iron Harvest. Das ist wieder so ein klassisches echtzeitstrategie -Kl klick und Kämpfen-Spiel mit Steambank-Elementen. Mit also. Steambank-Elementen, ja. Es spielt ähm, auf der in also auf unserer auf unserem Planeten, ja. also auf der Erde um 1920 uhr um, aber an in einer ähm, alternativen Zeitlinie, ja. wo die Maschinen äh, wo dampfbetriebene Maschinen quasi den Krieg entschieden haben und jetzt quasi in die Gesellschaft integriert werden als, als, als nicht integriert werden aber halt ja all ja überall anwesend sind ja. alle die, die ganz Maschinen sind also so quasi Roboter aus der Jetztzeit ja. in in die, in die 20er Zwanziger ja. und es ist Frieden aber die drei großen oder drei große Nationen zetteln halt langsam wieder einen Krieg an ja. und, und dann kämpfen halt mit den Maschinen gegeneinander so so in die Richtung äh, ist ein Einzelspieler, Multiplayer und co spiel ja. Wert so um die 45 Euro zu haben sein und auf Kickstarter ist es ähm, äh, gut eingeschlagen. Da haben sie 1,5 Millionen Dollar gesammelt fürs Spiel erstmal und das Wert 2019 rauskommen. Ich werde es mir auf alle Fälle mal anschauen, weil ich, ich finde, ich bin jetzt nicht so der ober <laughs> mensch gewesen, aber, aber es ist, geht ja eher so in Richtung Command Conquer und so eine Sachen. Ah, du kannst Einheiten bauen. Also ja, also du baust du Einheiten, tust die Einheiten um, um schicken. Also könnte nicht ganz uninteressant werden. Also ich bin da mal gespannt. Ja, nein, es hat einmal. Ähm, es schaut einmal sehr interessant aus. Also, was ich mir jetzt immer das wie den Trailer angeschaut. Also, es schaut sehr gut aus. Mhm. Ähm, und naja, also es ist definitiv schau, schau sehr. Ich meine, Echtzeitstrategiespiele sind sowieso mittlerweile extreme Rarität. Also ja, es gibt, ist sehr selten, one, also gibt es kaum noch. Also ich meine, vermutlich liegt da gerade der Erfolg, weil es wird, ich, ich, ich verstehe es ja sowieso nicht, warum es kaum noch Echtzeitstrategiespiele gibt. Da mag es halt so klaren, weil es, ist, es, 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 es gibt jetzt Sportspiele, Rennspiele und Shooter, das sind jetzt die drei großen uh. ja. Kategorien. Ich mein, ja, und die und ganzen doofen Smartphone-Spiele, die 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 Tap Tap in game währung kaufen Geld Geld <lacht> Geld Geld <lacht> ähm, das ja na, Football. es ist es, es ist halt so Echtzeit Strategiespiele das jetzt keine so eine Spiele ähm, wo man einfach so eines eine, eine Steigung und spielt die, die verlangen halt ein bisschen mehr ab. Ja und eh. und, und, und ich glaube so, so eine so eine Shooter oder so eine Racing Games oder sowas das ist halt einfach etwas das setzt man sich halt einmal eine halbe Stunde zu wie Eh, aber na, ich gesagt, Und du, bei so einer Echtzeitstrategie spielt, das spielt man nicht für eine halbe Stunde. Da muss man halt schon einmal ein eh. Stintel dabei bleiben. Aber wenn er eine ja. oder irgendwas hast. Eh. Da muss man halt dabei sein, um, um, zu, um, um Strategien zu planen, das ja. aufzubauen und angreifen, kämpfen und so weiter. Ja. Eben. Das wird halt der Unterschied sein. Deswegen während die sich jetzt werden es einfach nicht mehr so die Seller sein. Schade, also definitiv schade. Ja, also mein, mein, ich habe immer hab immer ja, Wirtschaftsstrategie-Spiele gespielt, so Railroad Tycoon, Pizza, so, Pizza ja, das, Syndicate. Ja, das das Pizza kommt Connection. Jetzt eh langsam wieder bei Steam immer mehr. Also das so Indie-Entwickler machen, das greifen das Thema jetzt ja, sehr ja. oft auf, weil ähm, es ist, ist eh sehr interessant machen. Also von Anfang von ich glaube, haben, haben wir das in letzten Sendung? Also von von meinen aus meiner Jugend von Pizza Syndicate <laughs> gibt es jetzt einen Nachfolger, nämlich Pizza Connection 2. Ja. Man kann jetzt Pizzen belegen und die Konkurrenz Endlich. ausschalten im Spiel. Man macht eine Pizzeria auf, kann sie einrichten, Endlich. je nachdem in welcher Gegend, dass man wohnt, ähm, entweder luxuriös oder ein bisschen, ähm, schäbig. Schäbig. die Pizzapreise einstellen, die Zutaten drauf und Belegen, die Konkurrenz äh. mit, mit Ratten und Rattengift und so weiter beliefern. Also, ja, yeah, also es macht schon. Also ich war damals ein großer Fan von Pizza Syndicate und äh. jetzt gibt es eben den Nachfolger. Ah, okay, nein, nicht Pizza Connection 2. Ist das okay. Pizza Connection 3? Ich glaube, das kostet noch ein 3. Ja, ist noch Ah, Pizza Connection 3, stimmt, Pizza Connection 2 ist ja. Ist ja schon, schon Uhr aus für 2001, ja. Aha, okay. Also, kann man sich einmal anschauen. Die größten so ist, ist negativ. Also Bewertungen sind ja sehr schlecht auf Steam. Oh. Ja, es, soll, es soll ein paar Bugs geben, aber. Oh, größtenteils negativ hört sich aber jetzt nicht so gut an. Naja, uh, naja okay, das ich es sowieso nicht bei Real oder ich habe sowieso nicht so schnell. Ich warte mal auf irgendein Sale, vielleicht wird es noch gefixt. Uh, ich weiß nicht, also gut, dem weiß auch wieder. Ja, ich glaube, da muss man sich noch an die die Kommentare im Einzelnen lesen weil oft hackt es nur bei einem Problem. Das kann natürlich auch sein. Das ja, ist bei also, Kommentaren generell ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich schon gesagt, einmal nicht einfach kaufen. Das nicht einfach kaufen, ja. Das ist einmal sicherlich ein Vorteil. Dann. Boah, schon wieder zwei Stunden voll. Wir haben, wir voll. haben also zwei Stunden wir haben, wir es echt noch geknackt. E wir e haben nicht e gedacht, dass es heute ausgeht. Ja, wohl, wohl. Ähm, Ach, hast du übrigens den neuen Deadpool-Trailer gesehen? Äh, Deadpool. Ja, den habe ich gesehen, ja. Ich bin, ich bin schon gespannt. Also, dass man das auch noch Vor allem, da gibt es so meine, ähm, meine neue Lieblingsszene, wo, da, wo dieser komplett unscheinbare Typ jetzt da zu der Gruppe dazukommt, der absolut nichts kann. Der Taxifahrer, oder? Nein, nicht der Taxifahrer. Jetzt haben sie wirklich an es ist im Trailer drin. Das also, muss ich mir mal mal genau Das anschauen. ist der ich neue Typ. Da fragen sie so, ein, was sind so quasi deine Qualitäten? Und er sagt einfach, ich kann gar nichts. Ich bleibe die Anzeige. <laughs> also. <laughs> Und dann sagen sie, bist du dabei. <laughs> Und das war so. Also, Deadpool, das finde ich sowieso. Ich glaube, das war ist einer der besten Marvel-Filme, oder? Ähm, ich habe den letztes Jahr gesehen, so, so und, und da ich gedacht, ah, okay, ja, er ist mal empfohlen worden, weil er halt nicht so ein typischer film ist und noch war ich schwer begeistert, weil eigentlich die komplette Antithese zu zu den anderen ähm, Superhelden zu Event. Obwohl äh, ich habe jetzt nichts gegen Avengers nein, und, äh, oder X-Men, die, die mag ich eh gern, finde ja. ich find den cool. Was, 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 ich, was ich ewig schlecht gefunden habe, das waren die, 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 die Spider-Man-Filme, die, die, die haben mir einfach nicht gefallen. Was die, war, welche jetzt? Da gibt es ja so viele. Ja, alle. Alle, okay. Die, die kompletten, wo davor das komische Wirstel gespült hat. War <laughs> Toby da, McQuire war der erste. Toby, ja, Toby ja, genau der. Und jetzt das Neue, der, der Spider-Man College oder keine der, Ahnung. Der was jetzt war die Avengers drin ist. Ja, ganz merkwürdig. Und, und was, was Batman vs. Superman oder DC? Ja, das ist DC. Das, das, das Schlimmste, was man ja echt sagen muss, ich meine, ich weiß nicht. Weil es gibt von Batman vs. Superman, es gibt da ja einen Comic, dann gibt es einen Zeichentrick dazu und dieser Zeichentrick zu Batman vs Superman ist verdammt gut also und da komme ich auch, also das ist verdammt gut gemacht und das was die sie daraus für einen Film gemacht hat das ist furchtbar ja also das ist äh, ich denke mal da teilweise wie kann man denn so ein ich meine die Story ist komplett vorgeschrieben da brauchst du nichts mehr machen die ist komplett da wie kannst du das cineastisch so scheiße umsetzen ja eben das, weil das geht eigentlich nicht ich meine gut eine Sache ist jeder DC-Film müsste eigentlich ab 18 sein, weil ja. DC ist einfach gewalttätig die DC war noch nie ein Comic, dass du eigentlich Kinder geben sollst. Das ist einfach leider so. Also. Es gilt aber eigentlich für die meisten Comics. Ja, Marvel geht ja noch. Ich meine, die sind ja. jetzt nicht alle... Ja, gibt es schon schlimmer. Also... Ja, rauskommt. Deadpool ist, wie ich jetzt auch Comic eher ab 18 gewesen. Ja, also das war schon Deadpool habe ich halt deswegen ja. gefunden, weil es komplette Antithese zu, ja, zu ja, den typischen Superhelden war. Und, 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 und der Humor einfach grandios. Also Deadpool und Watchmen, das sind so, so, meine, Watchmen ist auch super, so ja. meine liebsten comic verfilmungen Watchmen, Watchmen finde ich einfach, ich sah so ein bisschen die Antithese, was ja. eigentlich auch als Antihelden ja, ja. sein. Da ist da hat Korn und dort jeder Dreck abstecken. Und, und Watchmen habe ich einfach so von der Bildästhetik und, ja. und vom Ton, der, der war sowas von schön inszeniert. Watchmen war ja gut Der gemacht. war richtig, meine, richtig, richtig schön das, gemacht. Das, war so, das ist ja die lustige Geschichte. Der, was einen Comic gemacht hat von Watchmen, der was ihn geschrieben hat, der war ja absolut gegen den Film. Der wollte ja nie, dass der Film davon gemacht wird. So. Und der haust den Film aus. <laughs> <Was? lacht> ich, ich kann es nicht sagen, ich habe ja. hab die Comics nicht gelesen dazu, aber, aber der Film, der war... Ob, für, für mich ja. war das eine Augenweide, also eine Aug- und Ohrenweide, war das so schön gemacht. Die ja, Musik, ich gesagt, so äh, einfach stimmig in sich. Watchmen ist, ist ein sehr guter Film. Also. Und Deadpool gehört dazu. Also Deadpool ist jetzt vielleicht von der Ästhetik her nicht ganz so glatt gebügelt und so schön inszeniert. Aber, aber er hält die komplette a ja, aber wa Watchman Watchmen ist ein sex night -up. Das ja, das er, und er kann es halt gut. Ja, er kann, er, das, das muss man fast sagen, das war einer seiner besten Filme, weil Sex Snyder hat leider immer das Problem. Er macht ungut und nein, Er, er muss immer so epische Szenen inszenieren, wo immer alles in Zeitlupe passiert. Und das kommt immer wieder bei den kleinsten miserablen, wo du denkst, der trinkt einen Schluck Wasser, du brauchst das nicht so inszenieren. Ja, aber, aber das, 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 hat, das, das hat ein bisschen was Quentin Tarantino es, weil der macht der der ja einfach Fokus auf Szenen, die absolut keinen Sinn ergeben. Na, aber bei ihm ist alles was so epokale Szene, ja. wo du denkst, der trinkt Wasser. Ja, ja das, ich, das ich, ich, ich brauch's nicht. Nein, ich finde find die Sex, die meisten, also die ja. ne, meisten stimmen da einige sex leider Filme ganz gut. Also mir, äh, 300 hat mir auch, 300 ja. der erste ist okay. der, der hat mir auch sehr gut von Watchmen und was war noch ein, was hat er noch so der hat ja ein auch einen Kopf Google mal, was Sex Snyder alles macht. Zack Snyder, was hat denn der alles gemacht? Snyder. <laughs> ihr hört uns gerade beim Internet surfen zu. <laughs> ah ja, so. Justice League. Okay, ja, ja die, die, wie nah, sag, nah, Batman, Batman vs. Superman hat der auch gemacht. Das ja, okay, ist, der ist, war schlimm. Der Man of Steel. Der war, der war schön. Ja, der war, also Echt, er war, der hat den der, der, der Er war jetzt, für mich ist kein richtiger Superman-Film mehr, aber ich habe ihn schön inszeniert gefunden. ja, Sucker um, naja, Punch, den wollte ihr noch schauen, ja. Sucker Punch hat er auch gemacht. der ja, Man of Steel, Batman vs Superman, ja. ähm, was Drehbucher da oh. Ja, wie ich gesagt, ja Zack Snyder ist, ähm, nennen wir so, er macht spezielle Filme. Also speziell, er, er ja. ist spezi Wie ich gesagt, es gibt wahrscheinlich entweder du magst das, was er macht, oder du hasst es einfach, weil ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Ja, stimmt. Ich meine, ich tue mal teilweise. Gewisse Sachen macht er gut. Also, Watchmen ist sicher meiner Meinung nach einer seiner besten, wo er Regie geführt hat. Und ähm, aber ja, man versteht mit so an Sex Snyder, weiß ich nicht. Ich habe nichts im Bereich Film gemacht. Die brauchen normal die kritisieren, aber, ja, äh. aber wie <laughs> gesagt, ich tue es halt gern. Ja und um, um wieder zurückzukämpfen zu Deadpool, ja. um das es eigentlich gegangen ist den äh, Trailer zum zweiten Teil einmal an. Das und vor allem wenn ihr Deadpool noch nicht gesehen habt, es eigentlich Deadpool an. Deadpool anschauen bitte ist ganz wichtig, damit man auf über zwei Stunden zehn Minuten mal sein. Ja das ist Das war es uns jetzt wert. Ja ich habe mir gedacht, ich schind noch etwas Zeit raus. Okay. Hat geklappt. Hat Na dann. Perfekt. Dann beschließen mal, dass man äh, die Folge wird ja, sobald sie da ist, ist sie da. Das brauche ich jetzt am Ende nicht mehr sagen. Also Nein, das, wenn, ist wenn voll, das, das, das ist voll ja, wurscht. Eigentlich <laughs> <laughs> hey, Haben wir das in jeder Episode bis jetzt gesagt, wann die Folge zum Schluss kommt? Ja, ich glaube. Ja. Das ist voll sinnlos. Das, äh, jetzt fällt es mir eigentlich auf über die. Wie das sinnlos, dass das, das ist, ja. Aber es ist sehr Meta. Das ist jetzt <laughs> eigentlich Meta. Dass man jetzt. <laughs> drüber reden, wollen die Episode gibt aber ihr hört die Episode, weil Dann, sie ist schon aus Das ist total, das ist so Brainfuck ja. wieder. Das ist ähm, und mir aus jede Folge wirklich gemacht. Das ist das ist brutal. Also, da sieht man, wie wir mir über die Folgen nachdenken. Ja. Wir machen das jetzt immer in zwei Wochen hören wir uns wieder fertig. Ja, machen wir so. Passt. Ciao. Bis dahin, ciao.